Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Panel Paper Morton Manor The Funeral Part 2 Gruppen gucken. Auch dieses Video wird wieder präsentiert von meinem Partner CyberGhost. Lieben Dank für die Unterstützung auch diesen Monat. Ich möchte euch mal erzählen, was CyberGhost überhaupt macht. CyberGhost ist seit 17 Jahren einer der führenden Anbieter in Datenschutz- und Sicherheitsfragen und hat auch bei den immer sehr gut informierten Kollegen, die diesen Dienst bewerten, Trustpilot, eine ausgezeichnete Bewertung bekommen. Also es ist sehr vertrauenswürdig. Und natürlich macht ein VPN Folgendes: Es verbirgt eure IP-Adresse, verschlüsselt sozusagen euren Internetverkehr, sodass ihr anonym surfen könnt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal beim Surfen die Website, die sieht so aus und die findet ihr, wenn ihr auf Twitch auf eins der Panels klickt, nämlich auf das CyberGhost-Panel, was ihr bei mir auf der Twitch-Seite seht. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, um hier dem Wesentlichen mehr Platz zu geben. Das ist die Webseite, die Nummer 1 in Deutschland ist das. Und wenn wir mal runter scrollen, können wir auch erfahren, was CyberGhost VPN so alles für euch tun kann. Natürlich die Privatsphäre und Anonymität schützen, das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste. Dann können wir natürlich die IP-Adresse verändern, ist ja ganz klar. Ihr könnt dann euch über ein anderes Land einwählen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr im Urlaub seid und ihr habt irgendwo einen deutschen Streamingdienst abonniert, den ihr im Urlaub nicht gucken könnt, weil du dann eine ausländische IP hast, dann könnt ihr mit diesem VPN zum Beispiel auch sagen, ey, ich bin aus Deutschland und könnt dann euren Stream gucken. Ihr könnt aber auch andersrum, wenn ihr zum Beispiel bei irgendeinem Streaming-Dienstleister einen Account habt und würdet gerne mal, was weiß ich, die amerikanische Version davon ausspähen, dann könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr euch dann einfach eine IP-Adresse aus einem eigenen anderen Land dann einfach zuweisen lasst. Und ihr könnt das Ganze relativ günstig erwerben, und zwar hier, wähle den Tarif, der zu dir passt. Und das hier ist der beste Deal. 2 Jahre, 4 Monate geschenkt, 2,03 € im Monat. Also das ist das beste Angebot. Und ihr habt natürlich auch ein 45-tägiges Geld-Zurück-Garantiechen obendrauf. Das heißt, ihr könnt euch das auch erstmal angucken und schauen, ob das wirklich all die Versprechen hält. Ich benutze das schon. Für mich hält es all diese Versprechen. Und ihr habt außerdem 24 Stunden am Tag Zugang zum Support. Also ihr werdet da bei Fragen auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Und was mir persönlich auch ein Anliegen ist, ihr wisst, ich bin super geil im Zocken. Ich bin einer der weltbesten Zocker. Und manchmal macht es einen Unterschied, ob man einen guten Ping oder einen schlechten hat. Und es gibt ja auch einige Internetanbieter, die dreisterweise die Geschwindigkeit, mit der ihr surft, drosseln. Und wenn ihr das umgehen wollt, dann könnt ihr euch auch einfach auf einem Gaming-Server von VPN einloggen und habt so unter Umständen ja einfach wirklich einen besseren Ping und dementsprechend auch mehr Erfolg beim Zocken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal über meinen Link auf Twitch auf die Webseite schaut und euch anguckt, ob das etwas für euch ist. Vielen Dank für den Support diesen Monat, CyberGhost, und wir schauen uns jetzt gemeinsam Morton Manor The Funeral 2 an. Haltet euch fest, es geht los. So, wissen wir noch alle, was passiert ist beim letzten Mal? Gibt's noch mal eine Zusammenfassung? Ich hoffe doch. Prost. Nochmal, der Plan ist, dass wir bei der Hälfte heute Pause machen, weil das sehr lange geht. 3 Stunden 22 Minuten, hat Nicola mir gesagt. Und dann morgen den Rest gemeinsam gucken am Montag. Einen wunderschönen guten Hallo, Abend. Hallo Hauke. Herzlich willkommen zum besten Interaktivformat im deutschen Internet. Wer macht so einen Quatsch? Pen and Paper auf Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr in die UCI-Kinos gefunden habt. Denn heute als Premiere kann man uns im Kino live zuschauen. Ich war auch ganz überrascht. Ich habe es auch nur über Twitter erfahren. Mit mir am Tisch schon 3 der 4 besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Denn, so viel sei vorab gesagt, Etienne fällt heute krankheitsbedingt aus. Wir haben uns aber hier einen würdigen Ersatz geholt und wir lassen uns was ganz Nettes einfallen, wie das auch storytechnisch ein Thema sein wird. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr auch da seid. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ey, was los? Siehst besser aus als sonst. Und nicht mehr so viel heiße Luft. Ja, das sind die Globuli. Globuli. Oh nein. Und dann, ich weiß doch damals, wie schwer ihm das gefallen ist. Eddie war wirklich krank.
Und er hat natürlich sehr mit sich gerungen, ob er dabei sein kann oder nicht. Weil niemand hat Bock, irgendwie bei Morton Manor, insbesondere bei Morton Manor, zu fehlen. Und das fiel ihm damals sehr, sehr schwer. Dann gehe ich zu meiner Überleitungsstory zurück, denn wir machen als allererstes einen kurzen Rückblick, was eigentlich bisher geschehen ist, auch für euch, damit wir alle wieder in die Geschichte kommen. Und danach sind wir wieder live im Studio. Also bis gleich. Bis gleich. So, kleiner Rückblick für alle, die ein schlechteres Gedächtnis haben als ich. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. London im Jahre 1875. Bereits ein halbes Jahr sind die Geschehnisse auf Morton Manor her. Und unsere vier unfreiwilligen Ermittler sind in ihre Leben zurückgekehrt. Allerdings nicht ohne ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit. Diesem Umstand haben wir es vermutlich zu verdanken, dass ausgerechnet unsere vier Gentlemen ein Telegramm von einer gewissen Melva Sly erhalten, die sie in einen Londoner Pub bestellt. Darf ich als erster vielleicht die Tassen erheben? Ich freue mich sehr, Sie alle hier wieder zu sehen. Kann man vielleicht hier mitnehmen? Kann ich was anschreiben lassen auf Ihre Kosten? Ja, das ist ein Ja. Da bitte einmal die große Herrenpforte. Wollen Sie auch etwas? Nein, danke. Ja, einen Croissant? Okay, wenn du das willst, bis auf das auf Croissant. Das gibt's hier nicht. Aber wie? Hier gibt's kein Croissant. Das ist ein Pub. Haben Sie nicht immer Croissants dabei? Natürlich, die habe ich immer im Baguette versteckt. Die Wiedersehensfreude währt allerdings nur kurz, denn plötzlich kommt ein Junge in den Pub. Sehr ungewöhnlich, also ist eigentlich jetzt Kindern nicht gestattet. Er sieht aber auch suchend aus, guckt euch an, überlegt eine Sekunde und kommt dann zu euch hin. Die Gentlemen, ich habe einen Brief für Sie. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um ein weiteres Schreiben von Melva Sly handelt, in dem sie um die Aufklärung eines Mordes bittet. Mein Mann ist tot. Doch es stimmt etwas nicht daran. Klammer auf, er ist nicht tot, Klammer zu. Das habe ich hinzugefügt. Kommen Sie bitte zu seiner Beerdigung, bitte. Sie findet heute um 16 Uhr auf dem Brompton Friedhof statt. Unsere Herren verlassen... Ich muss da nochmal sagen, dieser Brief war extra mit einer Sauklaue geschrieben, ne? ...lassen den Pub und dessen betrunkene Kundschaft... Okay. ...und machen sich auf den Weg zur Beerdigung. Am Eingang der Kapelle steht auch schon eine Frau, die die Leute begrüßt. Sie schaut traurig, aber stoisch und blickt dann in eure Richtung. Wie sich zeigt, weiß Witwe Sly nichts von irgendwelchen Briefen, die sie geschrieben haben soll, erklärt sich aber dennoch bereit, die Ermittlungen zu unterstützen. Insbesondere nachdem Lord Henry aufdeckt, dass der Sarg ihres Mannes sorgt das doch gleich leer ist. James Jebediah Pickersworth, mein Name, heißt es plötzlich, als der Anwalt der Witwe auf die Betfläche tritt, ausgestattet mit interessanten Informationen. Nun, es gab eine recht überraschende Änderung des Testaments vor nicht einmal 4 Tagen. Recht kurz vor dem Bekanntwerden des Todes von Winthrop Augustus Sly änderte er sein Testament zugunsten eines gewissen Thomas Bixby. Alarmiert machen sich die Gentlemen auf den Weg zur Villa der Slys. Ihr fahrt also vor dem Haus der Familie Sly vor und bemerkt, dass an der Seite des Hauses jemand aus einem Fenster klettert. Junge, wir haben exakt gesehen, wie du gerade aus dem Anwesen der Familie Sly hinausgeklettert bist. Du musst jetzt bitte ganz ehrlich uns Antwort bieten, ansonsten melden wir dich der Polizei. Sir, ja, Sir, es tut mir leid. Er hat was mitgehen lassen. Aha. Ihr findet einen Parfümflakon leer. Flakon. Könnten Sie mich bitte mal untersuchen? Flakon! Bei der nun folgenden Hausdurchsuchung stoßen die Detektive recht bald auf einen Totenschein. Allerdings sehr schlampig ausgefüllt, auch sehr widersprüchlich von seinen Inhalten. Also nichts Dr. Chat. Von Gillstein. Ende Februar 2017 war der erste, der zweite Anfang März 2018. In Mr. Slys Büro von findet Funeral, das Quartett den Schlüssel zu Cynthias Zimmer, einer verschwundenen Dienstmagd, der eine Affäre mit Mr. Sly nachgesagt wird. Graf Mon macht eine weitere Entdeckung. Ich glaube ganz klar, dass diese Büste hier einen Geheimgang markiert. Oh ja, das war Simons Glanzmoment. Nase drücke. Ich drücke jetzt, ich habe kein Geräusch. Sie fällt ab. In der Öffnung, die frei wird, steckt ein Stück Papier und du findest den Entwurf für ein Testament. Alter. Schauen Sie, schauen Sie.
in die Nase. So war das damals. Ist eine Form eines Testaments, die seine Frau und Cynthia Barker begünstigt. Also Melva Sly und Cynthia Barker werden begünstigt, unterschrieben nur von ihm, noch nicht notariell beglaubigt. Nichtsdestotrotz zieht der Tesseract ein ernüchterndes Zwischenfazit. Haben wir irgendwas Wichtiges rausgefunden? Wir haben ein paar Sachen gefunden, aber ich habe das Gefühl, das ist ja reine Sackgasse. Stattdessen schlägt er vor, zum Royal Medical Institute zu fahren, um den Verfasser des dubiosen Totenscheins aufzusuchen. Dort angekommen, stellt der Tesseract seinen Kollegen zur Rede. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, was ich dazu gefunden habe. Dort steht nämlich Ihr Name, Dr. Gillenstein. Ich gebe zu, den Körper nicht direkt vor Ort gehabt zu haben. Was soll das heißen? Wo haben Sie den Körper gehabt? Wo haben Sie die Diagnose erstellt? In dem Moment schaut er an dir vorbei, zum Fenster. Mr. Sly, es scheint funktioniert zu... Und in dem Moment fällt ein Schuss. London Rivalry Club. In meiner... Tasche! Lauten Gillsteins letzte Worte. In seiner Tasche befindet sich ein Schlüssel, mit dem sich die vier Ermittler Zutritt zu einem Kellerraum des London Rivalry Club verschaffen. Doch mit dem, was sie dort finden, hätte keiner von ihnen gerechnet. Ja, hinter den Laken hängt auch ein Gemälde an der Wand. Ah ja, hallo, ja, ja. Ist ja, doch ja. Jemand. Ist, hören Sie mich? Können Sie mich ja. Verstehen? Oh, das war so geil ja. Damals. Das ist in der Tat eine böse, böse Zauberei, die mir widerfahren ist. Mir wurde mein Körper gestohlen. Ja, von wem? Reden Sie doch! Ist Ihnen ein gewisser Thomas Bixby bekannt? Also dieser Mann hat mir meinen Körper gestohlen mit einer okkulten Zauberei. Er hat mir meinen Körper gestohlen, indem er meinen Körper in Tinte verwandelt hat, in einen Flakon gefüllt hat. Mhm. Ja, und dann war ich weg. Dann habe ich mich wiedergefunden auf diesem Bild. Ich bin jetzt ein Bild. Ich glaube, während ihr euch mit dem Bild unterhaltet, wird plötzlich die Tür am oberen Ende dieser Treppe aufgestoßen und eine Gestalt tritt auf die ersten beiden Stufen. Ich ziehe sofort ihr seht zwei Lackschuhe von außerordentlicher Güte und einen Gehstock. Die Gestalt kommt erst zwei Treppenstufen runter, wird dann scheinbar angesprochen, dreht sich noch ein letztes Mal um. Das war der Cliffhanger. Hört eine Stimme rufen. Herr Strauß, wo Herr wollen Strauß. Sie denn hin? Dieses miese Schwein. Und damit endet. Oh, Herr Strauß ist einfach so der Oberbösewicht. Fuck. Die mieseste Type. Sind wir schon wieder. Ein wunderschöner Rückblick. Vielen Dank an Mara, die den, glaube ich, dieses Mal wieder geschnitten schon hat. Schon wieder Mara hat ihre schneidenden Finger im Spiel gehabt. Ihr seid auch wieder so ein bisschen drin. Ja. Wir haben ja währenddessen auch so ein bisschen drüber geredet. Nein. Denn ihr seid ja an einem sehr actionreichen und komplexen Punkt dieses Abenteuers. Jetzt natürlich so die standardmäßigen Hinweise. Können wir mal einmal ganz kurz warten, bis der Typ mit dem Popcorn sich hingesetzt hat? Ach so, ja. Ist immer einer, ne? Ja, kannst du dich beeilen, alle Leute warten auf dich. Und Handys brauchen wir auch nicht nochmal erklären? Handys. Kriegen die Leute hin, dann hat man heutzutage ne? Ja. Kauft auf Handy jeden Fall aus. Das Eis, das ihr im Intro gesehen habt, in den Werbespots. Dieses jetzt. Eis, das einem in den, ja. Diese Eispralinen, die dann so rumhüpfen und einem in den Mund fallen. Die waren doch früher immer in der Kinowerbung. Ja. Und vor Ort in so kleinen Kinos ist immer noch irgendeine billige Werbung von irgendeinem Teppichverleger oder so. Ich würde nicht einfach Eis essen, was über den Kinosaal zu mir hergehoppelt kommt. Wäre auch nicht meins. So, jetzt sitzt der Kollege. Ja, Ruhe in den Kinosälen bitte, es geht los. Hashtag Spitzestifte, da erreicht ihr uns heute wieder. Es wird auch heute wieder Punkte im... Ey, TSR Miles schreibt im Chat, bei uns ist damals im Kino wirklich ein Typ noch rumgelaufen. Wirklich, stimmt das? Das wurde damals im Kino gezeigt, ne? Deswegen habe ich den Gag gemacht mit dem Popcorn. Das hatte ich auch vergessen. Das fiel mir jetzt gerade erst ein. Ich habe das, als ich mich selbst gerade gehört habe mit dem Popcorn, habe ich gedacht, so, ja, okay. Muss man Hauke dafür unterbrechen, habe ich mich gefragt. Und jetzt, wo ich lese, was Miles schreibt, kommt es mir wieder. Das wurde ja im Kino gezeigt. Das ist ja brillant, was ich da gemacht habe. Ey, aber das ist ja super lustig. Das habe ich ja gehofft, dass dann da wirklich jemand noch rumgelaufen ist. Da war bestimmt ein richtig guter Moment im Kino, oder? Erzähl uns mehr von dem Moment, Miles. Abenteuer geben, an dem ihr entscheidet, war groß. Was als nächstes geschieht. dafür solltet ihr den Chat parat haben. Das geht auch per App für alle, die im Kino sind. Dafür dürft ihr ausnahmsweise das Kino vielleicht auch mal das Handy aus dem Flugmodus holen. Aber grundsätzlich lieber nicht. Jedenfalls, mit mir heute Abend da sind wieder Simon. Wir gehen gleich dazu über, welchen Charakter ihr heute Abend spielt. Budi ist auch wieder da und Nils. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Gerne, gerne. Thank you for having me. Ballon Eddie, schön, dass du da bist. Ja, ich traue mich gar nicht, weil er hat Rücken. Er hat auf jeden Fall Rücken. Ja, eine sehr authentische Puppe von ihm. Mhm. Sie beschwert sich auch schon die ganze Zeit und hat. Ey, mal so im Nachhinein, ich habe das gerade nochmal irgendwie reflektiert, wie krass das eigentlich ist. So mit 5 Jahren Rückblick, dass das in dem Kino gezeigt wurde und dass ihr da reingegangen seid.
Wie geil das eigentlich ist, so im Nachhinein, dieses Pen and Paper, dass das in dem Kino gezeigt wurde. Wie abgefahren das ist. Gut. Das endet dann schlagartig mit Space, aber darüber reden wir nicht. Schon 3 Tweets abgesendet, die wir hier angefangen haben. Ich krieg's nicht. Aber hat sie gar kein Smartphone, ich weiß nicht, so. Wie sie das macht. Jetzt. So, warte, ich lass ihn so. So, ja, so wir leben einfach damit, dass er jetzt so ist. Nein, komm, sein Gesicht geschlagen. Muss man doch sehen. Er ist krank. Wir müssen anfangen. Wir spannend. Müssen anfangen, denn wir machen eine kurze Vorstellung, wer ihr eigentlich seid. Und danach, ich warne schon vor, müssen wir leider in eine kurze Werbepause What? Gehen. Denn da, vor uns läuft ja immer Game 2. Game 2 ist schuld. So kann man das im Grunde sagen. So, wir gehen danach in eine Werbepause. Okay. Aber zunächst. Hallo. Simon, wen mein spielst Name. Du heute Abend? Mein Musik, Name. Liebe Regie. Mein Name. Jetzt seid ihr doch mal ruhig, mein Herr. Ich hab, wie Sie wissen, ich bin 78 Jahre alt, ich habe nicht die ganze Zeit. Mein Name ist Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ich bin Autor des Buches, wie Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg den Molten Manor Fall löste. Ich bin hier mit meinem Freund und Kollegen Winston. Und ich habe schon eine Idee, wo es hingeht. Ich bin gespannt. Ja, ja. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich bin nicht der Freund von Graf Mon. Das sage ich jetzt. Der eigentlich auch kein Graf mehr ist, wie sich herausgestellt hat, nach unserem ersten sehr schmerzhaften Abenteuer. Nun, der Schicksal des vermaledeiten Lebens hat mich erneut in diese Gesellschaft gebracht, obwohl ich das doch gar nicht wollte. Eigentlich wollte ich gar nichts. Zu meinen Hobbys zählt Verstecken. Sehr gut. Danke. Dankeschön. Na, fuck! Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn hin, der liebe Mann? Der kleine, dicke Mann. Immer weg. Nun gut, dann kommen wir mal zu mir. Mein Name ist Lord Henry. Ich bin offensichtlich der Einzige hier, der nicht bettelarm ist. Mein... Bitteschön. Das sind aktuell nur Buchverluste. Das erkläre ich Ihnen irgendwann mal, na? Naja. Noch haben wir unser Haus, unser Heim, unsere Hütte. Vielleicht können Sie mir das erklären, wenn Sie das nächste Mal mit dem Umschlag kommen, wo die Miete drin ist, die Sie mir doch schulden für die letzten Monate. Als ob Ihnen Geld irgendetwas bedeuten würde. Was haben Sie, den Menschen. Haben Sie auf der Butlerschule nicht gelernt zu schweigen, wenn die höhere Gesellschaft spricht? Ich war nie auf der Butlerschule. Das merkt man leider. Er ist doch kein Butler mehr. Ich verstehe es auch nicht. Ich möchte bitte, dass Sie diesen Zirkus augenblicklich beenden. Ich möchte mich hier vorstellen und die Leute haben ein Interesse dran. Augenblicklich. Da bin ich ausnahmsweise seiner Meinung. Sie sind sehr ungehörig, Sie beide. Wenn das den ganzen Abend so weitergeht, werde ich vielleicht auch krank. Glöbeli. Glöbeli. Ich bin sehr reich, mir gehört die halbe Stadt. Eventuell etwas weniger, aber man macht ja gerne mehr aus dem, was man hat. Mein guter Freund ist leider nicht da. Jetzt muss ich die verbale Klinge mit diesen beiden hier kreuzen, was etwas langweilig ist. Aber ich werde schon meinen Spaß dabei haben. Ich bin sehr gespannt, was dieser Fall noch mit sich bringt. Aus dem letzten Abenteuer habe ich übrigens einen Adoptivsohn in einem, sagen wir mal, impulsiven Anflug von Menschlichkeit mir an den Hals gelacht. Ich habe ihn aber seit längerem nicht gesehen. Er ist auf einem Internat. Wo ist das eigentlich, das Internat? Das Internat ist in Russland. Ah. Lord Henry, Menschlichkeit hatte ich auch das schon mal. Das am weitesten weg einfällt. Ja, es Russland. Ist in Sibirien. Ja. Er lernt dort Yak. Reiten? Melken? Yak ist der sibirische Oberbegriff für alles, was mit dem Yak zu tun ist. Er lernt dort Yak. Sie können Jacken damit machen. Sie können Jacken und was auch immer. So, ich freue mich jetzt sehr auf dieses Abenteuer. Sehr schön. Vielen Dank für diese wunderbaren Vorstellungen eurer Charaktere. Damit gehen wir in eine ganz kurze Pause. Dann haben wir gleich noch eine Menge Highlights, denn wir haben eine tolle Verlosung heute. Wir haben ein wunderbares Abenteuer für euch und in einer ganz kurzen Weile ist los. All das wieder hier. Bis gleich. Aber wie schön, dass die Werbepausen rausgeschnitten sind. Das heißt, wir können einfach direkt weitergucken. Das ist immer das Allerbeste. Irgendwann kriegt das Timing hin mit dem Schrei. Herzlich willkommen zurück weniger. Zu Pen and Paper, dem Versteckformat
auf Rocket Beans TV. Puh. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr euren Weg in die Kinos gefunden habt. Denn heute schauen Leute aus dem Kino zu. Aha. Ein weiterer Meilenstein wahrscheinlich in der Geschichte dieses Formates. Vielleicht wirklich so ein bisschen, ne? Schon was Besonderes. Mir wurde gesagt, 1600 Leute sitzen in Kinos und gucken zu. Alter Schwede. Unverständlich. Sitzen da Leute, das habe ich mich eben gefragt, die das nicht kennen? Das wäre geil. Du gehst so abends so ins Kino, ist nichts mehr frei, denkst, Pen and Paper, vielleicht irgendeine Autobiografie von irgendeinem langweiligen Schriftsteller. Oder einem Grafen. Nur junge Leute, kann nicht so kacke sein, gucken wir uns mal an. Und jetzt sitzt irgendein frustriertes Pärchen da und guckt sich diesen Kack an. Ey, das ist eigentlich auch wirklich ein interessanter Gedanke, ne? Wenn man ins Kino kommt und dann sieht man da irgendwie, ich weiß nicht, ob es da ein Plakat wird es da ja nicht zu gegeben haben, aber das muss ja trotzdem irgendwo angeschlagen gewesen sein, die Information, dass da Pen and Paper läuft. Ob da wirklich Leute reingegangen sind, die einfach mal, ach komm, aus einem Impuls raus, läuft sonst nichts, hab Bock auf Kino, gehen wir da mal rein. Vielleicht gab es da so ein, zwei Versprenkelte, die überhaupt nicht wussten, wo sie da sind. Die würde ich gerne mal interviewen. Ja, die werden mitgezogen von den anderen. Alle extra viel lachen, damit es nicht so peinlich wird für dieses eine Pärchen, bitte. Auch jetzt die Karten waren vorher ausverkauft. Ah, okay, na gut. Vielleicht können ja alle mal aufstehen, die aus Versehen hier sind heute Abend. Ich tue mal so ein bisschen so, als ob man das sehen kann. So. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal die wichtigsten Hinweise für heute Abend. Hashtag Spitzestifte, da erreicht ihr uns auf Twitter. Wir haben auch wieder unsere Wall hier, können da theoretisch auch Sachen einblenden. Was heißt theoretisch? Auch praktisch Sachen einblenden. Ich habe eine Menge tolle Fanarts gesehen. Darunter auch diese Figürchen da hinten. Simon mag gerne mal eine davon zeigen. Die hat uns, ich weiß nicht, ob ich seinen echten Namen sagen darf. Ich weiß ihn aber. Mr. Baum auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ich Stefans echten Namen sagen darf. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist, dass sie. Nein, Simon. Simon hat. Niemand außer mir. Die 3D-Figur von mir ohne Kopf. Kennt sich. Weint. Mit Büßen überhaupt aus. Haben Sie ein. Ey. Ich hatte mal so eine richtig geile 3D-Figur. Die wurde aber für einen Dreh gemacht damals für Gadget Inspectors. Da sind wir nach Berlin gefahren in so ein. Was auch immer. Unternehmen, die haben so 3D-Figuren hergestellt. Das war 3D-Figuren-Herstellungsunternehmen. Und das war richtig so mit 1000 Kameras und richtig professionell, richtig gut gemacht. Und dann durften wir so eine Figur von uns, wir durften sie nicht nach Hause nehmen, sie wurde angefertigt und uns zugeschickt. Und diese Figur, bevor ich sie in Händen hielt, ist ungefähr an 7 Stellen gebrochen, weil jeder sie in die Hand genommen hat und hat runterfallen lassen. Unter anderem Simon. Und bei Simon ist, glaube ich, der Kopf und der Arm oder so abgebrochen. Ich habe die Figur heute noch. Und es sind immer noch die Klebestreifen, sind immer noch zu sehen. Das war eine Geschichte mit dieser Figur, das war die Anspielung gerade. Büste, ich habe 15 Büsten, mein Herr. Ich kenne mich aus mit Büsten. Ich habe kleine Büsten, große Büsten, alte Büsten, teure Büsten, günstige Büsten. Ich habe Blechbüsten, Eisenbüsten, Holzbüsten. Ich habe Messingbüsten. Und Sie haben vor allem bald eine Gefängnisstrafe abzubüßen, wenn Sie Ihre Miete nicht bald bezahlen. Diese wunderschönen Büsten wurden uns nämlich zum Verlosen gegeben. Das Social-Media-Team macht das später über Twitter und alle bekannten Kanäle. Seid da also aufmerksam. Ich weiß schon, was man machen muss. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch hundertprozentig das sein wird. Deswegen kündige ich es mal nicht an. Schaut auf Social Media vorbei, da könnt ihr diese Teile gewinnen. Vielen Dank an Stefan. Wunderschöne Teile. Danke, Stefan. Ich hatte das auf Twitter vorher auch schon gesehen. Richtig cool. Dazu gehört auch noch eine dieser formidablen Boxen mit echtem Wachssiegel. Guck mal hier, wenn Fanart von Tesseract, ist das dann eigentlich Fanarzt? Okay, da ist schon jemand warm. Aber auf jeden Fall. Man kann den Hals so aufmachen. Im Kino wird noch gelacht. Psst, warte kurz. Warte. Das ist einer, der hat jetzt erst. Die lachen noch. Psst. Man kann aber den Hals aufmachen, da sind kleine Glöbelis drin. Wenn ihr den zu jedem Hundertsten kriegt, macht einfach auf, egal ob sich das so anfühlt, als ob das nicht geht. Macht einfach. Apropos, nicht gehen. Wir gehen nicht weiter in Richtung simple Unterhaltung. Wir fangen jetzt an mit unserem Abenteuer. Denn, wie ihr eben im Rückblick schon gesehen habt, befindet ihr euch ja an einem sehr, sehr, möchte ich sagen, schwierigen, beziehungsweise wichtigen Punkt. Wie lange ist so ein Kaltgetränk haltbar? Ihr seid im Keller des Rivalry Clubs als Gruppe. Wir starten nämlich jetzt richtig nahtlos hier in das Ganze rein. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's langsam los. Wir fangen jetzt auch an, die Musik einzublenden. Ich gebe euch nochmal einen kurzen Prolog, der jetzt gerade begonnen hat. Ihr seid im Keller des Rivalry Clubs. Wenn ihr euch erinnert, dann hat euch das letzte Abenteuer hergeführt. Ihr habt hier das Bild von Winthorpe Augustus Sly gefunden, der eigentlich tot sein sollte, denn der Namensgeber für die Beerdigung, also the funeral dieses Abenteuers. Dazu wart ihr auch eingeladen, aber ihr hattet ja rausgefunden, der Sarg war leer. Irgendwas stimmt da offensichtlich nicht. Eben diesen Menschen habt ihr hier in einem Bild gefunden
Und der hat euch erzählt, dass er quasi seines Körpers beraubt wurde und dass sein Geist nun in diesem Bild gefangen ist. Oh, jetzt mein Laptop hier auch. Ah, ist er wieder. So, in diesem Bild gefangen ist. So, ihr befindet euch also nun direkt neben diesem erwähnten Gemälde im Keller des London Rivalry Club. Und gerade als er begonnen hatte, euch zu erklären, was es damit so auf sich hat, was alles geschehen ist, wenn ihr euch erinnert, kam plötzlich jemand die Treppe runter. Ein gewisser Herr Strauß wurde nämlich gerufen. Ein Name, den ihr auch schon mal gehört habt wahrscheinlich, wenn ihr euch erinnert, nämlich aus dem ersten Abenteuer. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dieser Herr Strauß steht nun auf der Treppe, wie es scheint. Und wollte gerade runtergehen, als er gefragt wurde, wo er denn hin möchte. Ihr seht, und hier kommt ein erster Mechanismus für alle, die gerade reinkommen, den Gehstock von vermeintlich Herrn Strauß. Wir blenden den Gehstock mal ein, der erste Hinweis, den ihr heute quasi sammelt. Und alle auch wieder drin sind. Hier ist der Gehstock mit einem Dämonen als Knauf, damit ihr schon mal gesehen habt. So, und jetzt geht es richtig los. Er steht also auf der Treppe und ihr hört erneut die Stimme, und ihr hört plötzlich eine Stimme. In den Keller, mein Bester. Ich sehe nur einmal nach, was aus unserem alten Freund geworden ist. Direkt darauf spricht plötzlich Mr. Sly euch nochmal an. Wir blenden das Bild ein. Sie sollten sich jetzt sofort verstecken. Mit dem Mann ist nicht zu spaßen, er ist das Böse. Was tut ihr also? Ihr befindet euch in dem Keller. Es ist übrigens ein Waschkeller, damit ihr mal so das Setting nochmal in den Kopf kriegt. Also es stehen so ein paar Körbe rum mit dreckiger Wäsche. Ihr hattet auch das blutige Bettlaken hier gefunden. Das Bild hängt da, was eigentlich vom Setting auch überhaupt nicht in diesen Raum passt. Der Raum ist halt total runtergekommen, typischer Versorgungsraum. Und Mr. Sly rät euch jetzt, euch zu verstecken. Was tut ihr? Verstecken wir uns, meine Herren. Ich habe zur Not diesen Reiserevolver mit wenigen Schuss nur. Ich bin ein sehr guter Schütze. Der Beste, möchte ich sagen. Das haben wir bereits sehen können im letzten Abenteuer. Ich habe meine Revolver ja auch noch gezogen. Wir gehen übrigens davon aus, ihr müsst natürlich flüstern, ne? Weil also die Treppe ist nicht allzu weit von euch weg. Puff, das letzte Mal habe ich überhaupt nicht geschossen. Würfel mal verstecken. Wenn Sie sich erinnern. Ich verstecke mich. Du musst auch verstecken. Ich verstecke mich. Was? Alle müssen auch verstecken? Ich habe eine 65 gewürfelt. Oh, das wäre so lustig, wenn Buddy der Einzige wäre, der den Versteckenwurf verkackt. Aber das ist ein Erfolg. Okay. Sehr gut. Ich habe also für alle, die das Konzept nicht kennen, ich erkläre es nochmal in aller Kürze, weil so langsam kennt es, glaube ich, fast jeder. Buddy hat auf seinem Charakterbogen für Winston Werte. In dem Fall verstecken. Was hast du da? 80. Genau. Er hat also mit einem W100, das sind zwei dieser Würfel, einmal für die 1er Stellen, einmal für die 10er Stellen. Er hat eine 65 gewürfelt, das ist weniger als 80, darum hat er die Probe bestanden. Mhm. Hier auch nochmal der kurze Hinweis, dieses Regelwerk, das wir spielen, gibt es gratis im Internet. Da wird gerade sehr viel dran gearbeitet. Das ist wahrscheinlich die letzte Runde, die wir mit dem Regelwerk in dieser Form spielen. Das nächste Mal releasen wir schon eine erweiterte und meiner Meinung nach wesentlich bessere Form, an der die Community mitgearbeitet hat. Also ganz kurz mal lieben Dank für den Support, auch Taurin und Snooker. Ich sehe den Support und freue mich drüber, aber ich werde während des Videos die nicht einzeln vorlesen, wenn noch was reinkommt, einfach weil, damit das nicht so den Flow stört. Dieses Regelwerk ist quasi Open Source. Ich finde, dieser Spannungsmoment wird gerade sehr in die Länge gezogen. Es tut mir leid. Es wird heißen, das neue Regelwerk von Graf Thaddeus Montgomery, Gruppe von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Wie er das Pen-Paper-Genre er revolutioniert hat. Sind Sie mein Ghostwriter oder wie kommt das? Das ist aber schön. Gut, tun Sie es nicht. Du kannst dich also verstecken. Was möchtest du? Ich habe den Skill verstecken. Egal. Ich gehe dann hinter die. Was in unserem alten Regelwerk würfelst du dann auf deinen allgemeinen Wert? Handeln? Handeln, genau. Da habe ich 8. Du hast es nicht eingetragen, aber du hast da 80, hast da 8. Ja, aber es ist ja unrealistisch, dass ich das schaffe. Korrekt. Dann versuche ich es ja gar nicht. Es ist ja einfach kannst nur ein du kannst auch eine andere Taktik wählen. Ja. So ist dieses Spiel. Dann stelle ich mich so an die Treppe. Er kommt ja die Treppe runter. Genau. So wie da. Ja. Sieht man sich hier mal an die Treppe. Ich stelle mich da unter die Treppe. Ja. Dass er mich, wenn er runterkommt, nicht sieht, aber ich ihm Rücken fallen kann. Würde gehen, ja. Das mache ich jetzt. Weil wichtig ist, da geht es so ein bisschen runter, aber nur so eine Stufe, nur fürs Verständnis. Also der Raum hat so eine tiefere Stelle, wie das früher manchmal in Ställen oder ähnlichem war, wo Tiere gehalten wurden, so eine Abflussrinne quasi. Aber du kannst da hingehen. Also es hält dich nicht davon ab, da zu stehen. Ich möchte meinem Partner nicht in den Rücken fallen, aber ist das nicht auch verstecken? Nicht direkt, er stellt sich da ja hin, er ist ja nicht versteckt. Okay. Also wenn man da hinguckt, sieht man ihn sofort. Du bist halt, versuchst wirklich nicht sichtbar zu sein, auch wenn man hinschaut. Es ist nicht einfach. Schießen, verstecken, verstecken, schießen. Aus dem Versteck schießen, das ist eine gute Idee. Ich werde mich verstecken. Weißt du, dass ich meine Pistole noch in der Hand habe, ne? Jetzt weiß ich es. Nein, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Okay. Lord Henry. Verstecken. Okay, dann einmal verstecken. 45. Aktion 19. In eurem Fall würde ich
Du hast 45 auf Verstecken? Ja, ich habe beim Besten gelernt. Ja, das wusste ich gar nicht. Weil sonst hätte ich auch erlaubt, dass du ihm hilfst. Oh, mein kleiner Fall. Hat er, glaube ich, nicht einmal gemacht, ne? Nicht, dass sie sich die Faust brechen. Okay, dann würfel mal auf Verstecken. Nicht erleichtert, nicht erschwert. Alle bis auf den normalen W6. Der kommt weg, genau. Der normale W6, ja. Genau, okay. So ist richtig. Und zwar die 81. Oh, leider nicht geklappt. Dein Verstecken scheitert. Also. Dann muss es wohl kämpfen sein. Winston, haben Sie meine Ohrenstöpsel? Kommt also die Treppe herunter, schaut sich im Raum um und bemerkt dich sofort. Er schaut dich fragend an. Was tust du? Also du hast... Moment. Er schaut dich an. Er scheint auch nicht verängstigt zu sein, leicht überrascht, aber du jagst ihm jetzt auch keine Angst ein. Hallo, da haben Sie mich überrascht. Ich poliere ganz gerne mal meinen Revolver im Dunkeln. Ist das okay hier? Das darf ich doch, nehme ich an. Ich muss Sie leider bitten zu gehen, mein Herr. Das ist selbstverständlich. Ich nehme an, Sie sind nicht Mitglied dieses exklusiven Clubs? Ich habe überlegt, tatsächlich jetzt, wo Sie das sagen, mein feiner Herr, ich habe überlegt, Mitglied zu werden. Was muss ich denn dafür tun? Machst du das mit der Kanone so auf ihn nur als... Gestikulieren Revolver? Nein. Okay. Ich traue mich hier gar nichts mehr, ne? Ja, zu Recht. Okay, Sekunde. Oh. Kannst du nicht von hinten? Ja, das ist mein Plan. Okay, ja. Willst du, also ist das deine Antwort? Ich möchte Mitglied werden? Ja, natürlich. Okay. Dieser Club ist, ich habe gehört von den höchsten Eliten dieses Landes, dass dieser Club der prestigeträchtigste Club sei, dem man beitreten könnte. Mr. Sly ist übrigens komplett ruhig. Ihr merkt, dass sich das Bild auch gar nicht mehr rührt. Also es scheint schon Respekt vor dieser Person zu haben. Ich denke nicht, dass das eine allzu gute Idee ist. Ich möchte Sie bitten, dieses Etablissement jetzt zu verlassen. Na, aber da muss ich doch mal entschieden, muss ich da protestieren, mein Herr. Ich gehöre zu den reichsten Männern, zu den reichsten Männern dieser Stadt. Hat irgendjemand was durch so Aufmerksamkeit oder irgendwas? Verwirren. Was, worauf willst du hinaus? Ja, so, ob ihr die Situation, er tut gerade was, das vielleicht jemand von euch bemerken könnte. Menschenkenntnis. Ja, doch, würde ich zufallen lassen. Ja, Fall. Wie hast du da? 85. Ja, dann würfel mal auf Menschenkenntnis. Kann ich deine Satanswürfel einmal wieder... Was hast du gewürfelt? Eine 8 und eine 19. Ja, du hast Würfel genommen. Wieso habe ich denn die falschen Würfel genommen? Du kannst keine 19. Aber die 19 ist ja schon mal ein guter Wert. Du hast einen W20 genommen. Du hast einen falschen Würfel da, genau. Das ist ein Amateur, ey. Immer die beiden hier. Gib mir mal. Aber ich habe für einen Moment überlegt, ob ich in dem Beutel durch so deine Würfel, aber keine Chance. Nur die drin, die du auch brauchst. Ach so. Den W6 musst du wegnehmen. Alter, wollte mich das verkacken? Ist immer noch die falschen. Ist eine 1? Alle bis auf den W6. Die beiden sind es. Die beiden musst du werfen. Oh, okay, sehr gut. Das ist schon mal ein kritischer Erfolg. So. Ja, dir fällt auf, dass er seinen Stab fest umklammert. Also auch in einer Stellung, die nicht mehr zum Gehen ist. Okay. Er bereitet sich auf eine Attacke vor. Dann, ich habe meinen Revolver in der Hand. Ja. Und ich brauche nur einen Schritt nach hinten gehen, ziel auf ihn und sage... Achso, okay, damit der Winkel... Ja. Jetzt halten Sie mal schön die Hände still. Okay. In der Sekunde, als du anfängst zu sprechen, zischt Herr Strauß wirklich in einem Tempo, das nicht menschenähnlich ist, nach unten weg und steht plötzlich direkt neben dir. Ich erhebe sofort meine Pistole und zittere auf ihn los. Okay, zitterst auf ihn los. Kurz, was möchtest du tun? Also du kannst das alles sehen, du bist in deinem Versteck, aber er hat dich scheinbar noch nicht gesehen. Ich versuche mich hinter ihm also zu postieren, mit dem Rücken zu ihm. Bist du eh. Okay. Also du bist in seinem Rücken, aber nicht in Reichweite, du hast dich bei den Laken versteckt. Ich nehme den Laken. Okay. Und halte es entsprechend so hin. Ich bin ein Gespenst. Und versuche mich tatsächlich von hinten anzupirschen, anzuschleichen, anzuverstecken, weil ich bin ja sehr gut im Verstecken. Okay, dann würfel nochmal verstecken. Also du möchtest dieses Laken quasi als Camouflage nutzen, um nicht entdeckt zu werden. Ja, aber ich bin dabei auch sehr flink. Das Laken ist halt weiß. Also es ist halt also ohne Laken wärst du weniger gut zu sehen. Sagen wir es so. Ich nehme das Laken trotzdem mit. Okay, dann um 20 erschwert. Um 20 erschwert. Ja. Also, oh komm, jetzt bitte. Yes! 13. Okay. Du schaffst es, dich von hinten an ihn ranzufischen. Eine Runde, dann bist du dran. Ja. Aber du schaffst es, dich von hinten diesen Laken an ihn ranzufischen. Er scheint dich nicht zu bemerken. Mein Charakter guckt Winston kurz an und blinzelt ihm zu. Er könnte natürlich das Laken so richtig dem Typ über den Kopf ziehen und ihn dann so festhalten, ne? Dann kann er ja gar nichts mehr machen. Gut, was möchtest du tun?
Wo steht er denn eigentlich jetzt? Direkt neben dir. Also wirklich direkt neben dir. So in dem Abstand steht er neben dir. Okay. Entschuldigen Sie, ich suche den Weg nach Sibirien. Ich habe dort meinen Sohn verloren. Er schlägt zu. Du kannst versuchen, dem auszuweichen. Weiche bitte aus. Aber ich bin doch auch, ich ziele auf ihn. Ja. Mit pantherartigen Reflexen. Ich habe Pantherreflexe. Kann ich mich nicht dran erinnern. Welche Waffe nutzt du eigentlich? Naja, ich habe meinen Revolver, ne? Ich habe den Revolver, aber pass auf, jetzt kommt ja der Clou, ne? Mhm. Ich habe, erinnerst du dich an meinen Gehstock, wo mein Säbel drin ist? Ja. Guck die letzte Folge. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, du hast einen Gehstock und Säbel. Pause machen, kurz Folge gucken. Und er ist natürlich auf meinen Revolver fixiert. Mhm. Und er weiß ja nicht, dass ich da einen Säbel drin habe. Okay. Säbelzahntiger sogar, um genau zu sein. Wie hältst du. Ja, okay, sag erstmal, was du machen willst. Naja, da ist an dem Ding, da ist ja so ein kleiner Griff. Mhm. Also, und da ist so ein kleiner Knopf. Wenn man den drückt, geht die Scheide halt raus. Und die springt dann raus. Da ist eine Sprungfeder drin. Nein, das Ding ist drin. Hier ist die Scheide und wenn ich drauf drücke. Was meinst du? Die bleibt halt drin. Rausziehen, ne? Du musst da die Scheide festhalten. Nein, das Geile an der Scheide ist, dass die von alleine rausgleitet. Weil da ist. Normalerweise musst du so machen. Aber diese Scheide hat so einen Knopf, also das rastet so ein. Das meinte ich. Klick. Und wenn ich drauf auf den Knopf drücke, gleitet die Scheide von alleine runter. Okay. Und ich habe dir hier den Gehstock und hier den Revolver. Ja, okay. Und er weiß das ja nicht. Ihr habt auch sowas zu Hause, oder? Okay, der Widerhaken ist quasi an der Klinge, sozusagen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ja, genau. Ich möchte den drücken und instant, ich habe das ja tausendmal gut, ich habe Duellieren 80, ihm quasi zack, in einer fließenden Bewegung, er sieht es nicht, weil er direkt neben mir steht, ihm so hier das richtig in den Bauch zu rammen. Okay, dann. Ergibt Sinn, würfel mal eine Attacke mit dem Hieb- und Stichfest. Schwertkampf auf jeden Fall. Duellieren. Hast du durchgehen lassen? Ja, ich weiß, ich hasse diesen Skill jetzt schon. Du hast ihn durchgehen lassen? Ja, würfel auf Duellieren. Er hasst ihn jetzt schon. Das ist 75. Ich habe es tatsächlich geschafft. Okay, ich wollte gerade sagen, erschwert, aber lass das. Das war zum Glück nicht mehr in der Zeit. Ja, du holst aus. Übrigens, in der Zeit steht François Guillaume de Tesserac steht völlig perplex da und sieht euch dabei zu, was da eigentlich vor sich geht. Also auch er ist im Raum und bereitet sich scheinbar auf einen Kampf vor. Ich rufe ihm, Doc, wo sind Sie? Helfen Sie! Helfen Sie dem Mann! Mon Dieu! Globuli! Globuli, Globulu! Helfen Sie dem Lord Henry aber sofort! Ich werde mein Bestes tun! Okay, er scheint auch irgendwie nach einer Waffe zu kramen. Es scheint jetzt auch nicht... Er ist jetzt auch nicht am besten auf den Kampf vorbereitet. So. Also er ist jetzt ein Kampfcharakter, hat man das Gefühl. Aber ja, okay, du hast es geschafft. Okay, während er dich schlagen will, schaffst du es tatsächlich, mit deinem Degen das zu parieren und triffst dabei auch noch seine Hand. Also du scheinst ihn zu verwunden. Absolut. Würfel mal Schaden aus, bitte. Ja, Mann. Wirf mal ein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was in Hauke gefahren ist, dass er mir das hat durchgehen lassen. Aber das war schon sehr gnädig. In anderen Momenten war er sehr streng mit mir. Finde ich ein guter, aber das war ja natürlich auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Die Argumentation war einfach wirklich hieb- und stichfest. Was hätte er da jetzt auch ablehnen sollen? 1W6 plus 6. Weil es ist nur Hand und so eine Konterattacke. Sonst wäre es mehr Schaden. Eine 4. Okay, dann hast du 10 Schaden gemacht. Geil! Wir haben noch nie gekämpft, ne? Also nicht richtig. Im Abenteuer noch nicht. Korrekt. Ne? Stimmt. 10 Schaden. Okay, in dem Moment, als du ihn triffst, weicht wirklich zurück und scheint auch erbost zu sein darüber, dass da was passiert natürlich ist. In seinen Augen siehst du irgendwas schimmern, das dich nicht daran glauben lässt, dass das gleich vorbei sein könnte. Da greift er in seine Tasche und wirft etwas auf den Boden. In der Sekunde füllt sich der ganze Raum mit einem Zischen, mit einem nebelartigen Gebilde. Und ihr hört Mr. Sly rufen. Ja, vor den Toren der Stadt, Shallow Tree, fahrendes Volk. Es ist ein Kampf. Milvar. Was war das? Vor den Toren der Stadt. Fahrendes Volk. Shallow Tree. Shallow Tree, das ist ein Ort. Volk. Und Melvar, hat er noch gesagt. Shallow Tree. Shallow. Shallow Tree. Shallow. In the Shallow. Und Melvar, was? Melvar. Achso, ja. Ist nicht sagen. Achso, ja doch. Melvar. Ich hätte Sänger werden sollen. Genau. Vor den Toren der Stadt. Was war das zweite? Shallow Tree. Shallow Tree. Melvar. Shallow Tree. Melvar. So, ihr hört Kampfgeräusche und Schreien und scheinbar ist auch Guillaume de Tesserac schreit, es fällt irgendwas zu Boden und dann ist Stille. Also ihr steht weiter in diesem Nebel, auch Mr. Sly sagt erstmal nichts mehr. Ich schieße nur zur Sicherheit einfach mal in diesen Nebel hinein. Okay, würfel mal. Nein, es ist das erste Mal, dass du das Ganze anschaust. Ja, es ist das erste Mal, dass ich irgendwas davon sehe. Ich habe das noch nie gesehen, ich habe es damals natürlich gespielt, aber seitdem
nichts davon gesehen. Also es ist auch für mich totaler Blindflug und das macht es ja auch spannend. Doch, kannst du ja machen. Nein, ich glaube, das wird mir wieder zu Last gelegt. Ihr habt du machst das jetzt. Aber ich wollte auch mal schießen. Ich habe schon angefangen zu sagen, was die Waffe extra rausgeholt und extra geputzt vorhin. Würfel mal mit einem W6. Scheiße. Würfel mal mit einem W6. Es war nur ein Spaß, Hauke. Nee, du hast das gesagt. Ich habe angefangen, dir die Konsequenz zu sagen. Jetzt. In der Sekunde. Oh, komm. Du kannst ja auch ihn treffen. Ich hasse mein Leben. Also okay, ich gebe dir nochmal die Chance. Willst du es nicht machen, dann sag's jetzt. Du kannst es auch tun. In einer Millisekunde mache ich eine Abstimmung geistigerseits mit meinen Kollegen. Nein? Gehe ich da richtig in der Annahme? Soll ich einfach wahllos in den Nebel schießen? Eigentlich bin ich ein Befürworter dafür, sowas zu tun. Einfach wahllos in den Nebel zu schießen. Aber du könntest einen Gorilla treffen. Also ich würde das, weiß ich nicht. Gut, genug besprochen, entscheide bitte. Nein, ich lasse es. Okay, wer weiß, was da passiert. Ja, ihr könnt miteinander reden. So langsam lichtet sich der Nebel wieder ein bisschen. Und ihr bemerkt, dass euer Kamerad und Begleiter Guillaume de Tesserac tot am Boden zu liegen scheint, zumindest leblos. Guillaume! Und auch das Bild ist zerstört und sieht jetzt so aus. Ich glaube, wir haben da ein Bild zu da. Oder haben wir nicht? Hatten wir gerade schon gesehen. Genau. Oh Gott, der arme Mann hat keine Haare mehr. Guillaume! Unten aus dem Bild tropft ganz langsam Tinte. Mein Charakter geht auf jeden Fall zum Doc, weil er mag ihn sehr und er rüttelt an ihm und sagt, Guillaume! Ja. Guillaume! Ja, haben Sie denn die Globuli? Ich nehme den Flakon, den ich aus dem Zimmer habe, und versuche die Tinte aufzusammeln. Es gelingt dir ohne Probleme. Wunderbar. Winston, helfen Sie doch mal! Dieser Mann ist unser Vermieter! Nee. Schreib mal auf die Rückseite, dass du darin die Tinte aufgefangen hast. Tinte. Hey, was für ein Action-Einstieg hier. Guillaume, offensichtlich interessiert sich niemand für Sie. Ich kann es auch nicht ändern. Was möchtest du mit ihm machen? Einfach nur rüttel weiter, aber ich habe ja keine Medizin. Hat jemand von Ihnen eine medizinische Ausbildung genossen? Ich habe zwar keine medizinische Ausbildung, aber ich wage zu behaupten, dass Rütteln nicht das geeignete Mittel ist, um diesem Mann irgendwie zu helfen. Ich probiere es mit Schütteln. Okay, zur Beschreibung, seine Augen sind aufgerissen. Er wirkt nicht tot, nur halt leblos in irgendeiner Form. Mr. Tesserac, Monsieur. Keine Antwort. Da, wo Sie sind, wäre ich auch gerne. Ich versuche ihn mit meinen medizinischen Grundkenntnissen zu reanimieren. Was hast du? 10. Schön, dass du dich endlich, nachdem du dich um das Gemälde gekümmert hast, dich auch um den lebenden Menschen. Knapp. 27. Okay, ja. Nee, gelingt dir nicht. Also, du kriegst auch keine Grundeinschätzung, außer dass du sagst, du würdest sagen, er ist nicht tot. Aber ich halte meine Klinge über seinen Mund, um zu schauen, ob Atem kondensiert. Ja. Nein. Ich habe mal gelesen, man muss das Herz massieren, um das Leben in ihn. Sie sind doch. Ja, na gut, dann nehmen Sie mal einen Säbel und schneiden Sie mal sein Herz raus, dann können Sie es ja massieren. Winston, jetzt tun Sie doch mal was. Ich weiß genau, ich habe Sie damals einmal zu diesem Kurs geschickt. Sind Sie so vergesslich? Ich habe das jeden Morgen getan. Ich erinnere mich. Ich habe es gehasst. Die guten Morgenmassage, die haben sie wirklich häufig gemacht. Und abends. Nun, während diese beiden älteren Herrschaften ohne materiellen Besitz in alten Zeiten schwelgen, die weniger gut waren, als sie es sich heute weiß machen wollen, gehe ich zu meinem treuen Begleiter, dem einzigen Mann, mit dem man ein anständiges Gespräch führen kann, was man mit Sicherheit jetzt auch noch besser machen kann als mit diesen beiden Herrschaften, und versuche, mich um seine Befindlichkeiten zu kümmern. Ja, als du ihn genauer anschaust, fällt dir auf, dass eine gewisse Farblosigkeit in ihm ist. Also du hast das Gefühl, dass eine Menge Farbe aus ihm verschwunden ist. Er wirkt fast blass. Nun, also fast schon grau-weiß. Ja. Meine Herren, ich habe dort eine Theorie. Anscheinend haben wir es hier mit einem okkulten Clan zu tun, die offensichtlich die Seele des Menschen in Tintenform extrahieren können. Ich denke, das Gleiche haben sie auch mit unserem armen Monsieur Tesserac probiert und geschafft. Aber er liegt doch hier vor uns. Ja, sein Körper. Aber sein Geist war eben noch, er sagte ganz klar Globuli. Und dann wurde er zu Tinte. Was hat Globuli damit zu tun? Nun, sehr verehrter Lars, ich habe nun folgendes Problem. Da sein Körper hier ist und wir eventuell in einem demokratischen Entscheid eventuell diesen Leichnam oder Körper sichern sollten, sollen wir seinen Körper sichern? Selbstverständlich sollten wir das tun, so einen prächtigen Körper.
ist besonders eine gute Idee, denn ihr merkt, dass oben in irgendeiner Form Tumult ausbricht. Also ihr hört Schritte, die offensichtlich in Richtung der Kellertür kommen. Viele Schritte. Nun gut. Sir Henry, ich nehme, wollen wir beiden den Charakter... Wollen Sie vielleicht erstmal den Revolver wegnehmen? Ja, selbstverständlich. Ich helfe, beteilige mich beim Tragen, dafür gehört mir dann aber auch seine Leber. Sollte er nicht mehr aufwachen. Sie bräuchten mehr als eine Leber, um Ihren schmächtigen Körper doch vor dem Tod zu retten. Leber, Schmeber, das lassen Sie mal außerdem meine Sorge sein. Außerdem sind Sie so alt und gebrechlich, Sie können ja kaum den eigenen Gehstock tragen. Ich würde vorschlagen, die Tür zu verriegeln. Sie... Ja. Wollten wir nicht gerade aus der Tür raus? Ja. Es ist halt kein Schlüssel da oder so. Also du könntest mit irgendwas das festbinden. Oh, würdest du sagen? Entschuldige. Okay, Hodor, du bleibst da oben stehen und wir beide machen uns vom Acker. Wollt ihr nur doch mit so anpacken? Zu, von dir weg. Ich nehme ein Bein. Nicht. Ja, dann bin ich tatsächlich mit dem Laken schnell am Gitter fest. Hier am Winston! Ja, am Geländer. Und dann komme ich wieder runter. Okay. Wenn Sie das Bein nehmen mögen, dann können wir zusammen den Herrn vielleicht in eine gemütlichere Lage bringen. Das ist doch nicht so. Nun, wollen Sie nicht? Sie sind reich und ein Arschloch. Sie sind alt und ein Arschloch. Ich glaube, ich bin der Einzige, die in diesem Raum, der Monsieur François de Tesserac heben kann. Ich nehme ihn auf meine Schultern. Okay. Ja, was wollt ihr tun? Also du kannst ihn ohne Probleme heben, das kriegst du hin. Ja, dieser Kerl ist noch mal an mir und meinem Rücken vorübergegangen. Gehen wir doch raus. Okay. Ich hatte schon den Bleistift vorbereitet. So. Ihr verlasst also den Keller. Wichtig ist, ihr habt einen neuen Ort entdeckt. Wir blicken einmal auf die Karte. Denn Shallow Tree ist ein Ort vor London quasi. Also es ist was euch bekannt ist. Wir blenden gleich die Karte mal ein und zeigen diesen neuen Ort. Denn oben am Shallow Tree wird euch jetzt ein Lager gezeigt. Oh, Lager am Wailing Tree. Mhm. Und jetzt sind wir gerade beim Ivory Club, ne? Gehe ich recht der Annahme, dass wir einfach abhauen jetzt. Nun, ich könnte meine Kutsche rufen. Und wir könnten uns mal diesen mysteriösen Ort anschauen. Eure Kutsche ist noch da. Meine Kutsche ist noch da. Heißt das, wir tragen den Mann nun komplett durch die ganze Stadt? Wir tragen ihn in meine Kutsche. Aber wenn Sie wollen, können Sie ihn auch durch die Stadt tragen. Ihr seid jetzt quasi hinterm Haus und ihr müsstet einmal nur so rum, dann seid ihr wieder vorne und da ist eure Kutsche. Ich schlage vor, das zu tun. Einmal ums Haus gehen und in die Kutsche und abhauen. Ja. War Nils damals erkältet? Auch ich finde das für eine gute Idee. Nee, ich war nicht erkältet, aber ich hatte, als wir angefangen haben zu spielen, Mortal Kombat Teil 1, wollte ich irgendwie schnöselig klingen und habe mir gedacht, okay, wenn man durch die Nase, wenn man irgendwie so die Nase so wegspricht, ihr wisst, was ich meine, dann klingt das irgendwie schnöselig. Und ich habe das ja selber nicht gehört und dann war es aber zu spät, ne? Ich kann ja nicht mittendrin irgendwie den Klang der Stimme des Charakters ändern. Da wusste man ja auch nicht, dass wie viele Abenteuer wir dann und wie viele Stunden wir dann noch zuhören müssen bei dem werten Herrn. So ist das einfach. Das war einfach nur der Versuch, schnöselig und arrogant zu klingen. Ja. Wer ist denn, wer geht vor? Sie, Lord Henry, nehmen Sie den Kopf, gehen Sie vor, wir nehmen die Beine und gehen dann hinter Ihnen her. Nun, das ist ein netter Versuch, sich hier doch an dieser Arbeit zu beteiligen, aber wie Sie sehen, schafft Ihr Butler das wie immer ganz alleine. Na gut. Okay. Ja, ihr kommt wieder auf die Straße und seht, als ihr so auf die breitere Straße kommt, es ist übrigens schon relativ dunkel, aber dank der Laternen sieht man noch genug, seht ihr Frederick Dunn, den kleinen Jungen, wieder, der in so einer Gasse verschwindet. Also der Junge, der erstens euch das Schreiben gebracht hat und zweitens den ihr am Haus der Familie Sly getroffen habt. Frederick! Er dreht sich um. Mein Junge, welch Glück, dich zu sehen. Er ist ein bisschen verwundert über den leblosen Körper auf deinen Schultern. Eure Kutsche steht da übrigens. Möchtest du mit uns in die Kutsche einsteigen? Ich habe auch Süßigkeiten. Nein, danke. Hast du schon mal Süßigkeiten bekommen? Ja, danke. Na komm, kleiner Junge. Komm, kleiner Junge, zu uns in die Kutsche. Wovor hast du denn Angst? Die anderen Jungen machen das auch. Der zeigt auf den leblosen Körper auf seinen Schultern. Ja, das ist genau Teil unseres Problems. Was machst du eigentlich damit? Herr Winston, was suchst du damit? Das ist ja wichtig, weil du rennst gerade durch London mit einem leblosen Körper auf den Schultern. Ich verstecke mich mit dem leblosen Körper. Okay, wo? Okay. Erschwert. Du kannst den auch in die Kutsche tun einfach. Ich tue ihn in die Kutsche. Ja. Gut, das war nur meine Frage, ob du jetzt, weil du kannst natürlich noch die ganze Zeit mit dir rumtreiben. Nein, das ist ja für selbstverständlich für mich. Okay. Ich tue ihn in die Kutsche. Gut. Frederick. Ja, Sir. Was tust du hier zu dieser späten Stunde? Ja, Sir. Der Lady, die Tinte bringen. Der Lady, die Tinte bringen? Tinte? Mrs. Sly.
Welche Tinte denn? Tinte von Madame Gugul. Das musst du näher erklären. Nun, ja, am besten kommen Sie mit. Okay. Lord Henry, können wir den armen Doktor in Ihrem Vehikel lassen? Mein Kutscher wird auf ihn aufpassen, als wenn es sein eigener wäre. Glauben Sie, er wird seine Geldbörse vermissen, der gute Doc? Wissen Sie, mein Kutscher verdient wesentlich mehr, als Sie im Moment. Aber sollte ich nicht vielleicht an seiner Stadt mich um den Geldbörse kümmern? Des Herrn Tesseract? Ich höre keine. Ich greife. Sehr wichtig für euch übrigens, nur mal, es regnet. Also ihr steht im Regen. Ich habe nun ein Portemonnaie. Okay. Ein weiteres. Ich trage es in meine. Überwürfeln. Das ist nicht schwer. Also ich will nur, dass ich mein Portemonnaie zu stehlen ist nicht so schwer. Doc, ja, das sagt ja auch keiner was. Sie sind nun meine Helfershelfer in diesem Diebstahl. Frederick, vor. Ja, Sir. Führe uns zu Madame Gugul. Es soll nicht dein Schaden. Problem! Er geht Alter. Die Gasse runter und. Alter Schwede, was ist das denn? Ist es einfach nur ein Foto mit einem Filter? Ja, ne? Oder hat das jemand gemalt? Also, wenn das gemalt ist und nicht irgendwie ein Filter über ein Foto, ist das ja mega krass. Ihr lauft, ja, es ist so eine schmale Seitengasse direkt gegenüber des Rivalry Club und. Es sitzt allerhand Gesindel rum, alle verdecken sich so ein bisschen mit allem, was sie so finden, den Kopf, um sich vor dem Regen zu schützen. Und es gibt auch so ein paar kleinere Läden und einer davon ist so eine, ja, man möchte eher sagen Bretterbude, über der in ganz krakeliger roter Schrift Madame Gugul steht. Oho. Die Schrift erinnert euch erschreckend an die Handschrift in eurem Brief. Also das erkennen wir. Ja. Das ist schon eindeutig erkennbar. Es ist eine sehr krakelige, ungeübte Handschrift, ein bisschen kindermäßig, ja. Frederick führt euch zu diesem Stand. Okay. Darin sitzt. Kann ich vorher noch mit ihm sprechen? Kannst du gerne machen, ja. Frederick, wir sind hier an einem ganz speziellen Fall dran. Bitte übergib mir nun diese Tinte. Ich hab keine Tinte mehr. Ich hab sie mit ihm schon gebracht. Moment, das musst du nochmal genau erklären. Du hast die Tinte von Madame Sly. Madame Gugul? Madame Gugul gegeben. Nein, Madame Gugul's Tinte mit Sly. Okay. So rum. Madame Gugul's Tinte mit Sly. Ja. Wann ist das denn gewesen? Wie jetzt? Gerade? Gerade eben. Ja. Gut. Dann gehen wir doch mal zu dieser Madame Gugul. Wir sind schon da. Guten Tag, Madame Gugul. Gut, und bevor Madame Gugul euch begrüßt, machen wir eine kurze Werbepause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. So viele Namen. Gugul, Sly, Tesseract. Kann man sich alles gar nicht merken. Jede gute Serie hat nicht mehr als 3 Charaktere eigentlich. Du. Und da sind wir wieder. Es geht nahtlos weiter. Ihr steht also vor dem Stand von Madame Gugul. Sound direkt wieder an, der war wunderschön, der Regensound gerade. Ihr steht vor dem Stand von Madame Gugul und könnt, wenn ihr wollt, eintreten in diese Bretterbude. Frederick ist bei euch. Ja, ich gehe rein. Ja. Auch ich. Ich auch. Okay, ihr tretet ein. Es ist... Ja, eine sehr runtergekommene Bude, so, ja, man kann schon sagen, absolut verdreckt. Eine Sekunde, ich muss mal aufrufen. Laptop ist hier nicht so. Und vor euch sitzt eine Person, bei der ihr euch eigentlich nicht sicher sein würde, ob es wirklich Madame oder vielleicht eher Monsieur ist. Der Kopf ist so eine Art... Was macht Simon da mit dem Bier? Ist das Bier? Laptop ist hier nicht so. Und vor euch sitzt eine Person, bei der ihr euch eigentlich nicht sicher sein würde, ob es wirklich Madame oder vielleicht eher Monsieur ist. Der Kopf ist so eine Art seidenen Turban, aber sehr Alter, wie der das weghaut. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Fressen gehüllt. Wie bei so einem Wettbewerb. So ein sternebestickter Stoff. Und, die Person ist ganz geschmacklos geschminkt. Also so ein bisschen Rouge wild auf die Wangen geschmiert. Ja. Sie schaut euch an. Die Herren.
Winston, schau mal, ein Clown. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Die Herren, ich spürte ihre Ankunft. Na, das ist ja toll. Treten Sie ein in das Heim von Madame Gugol. Es ist wunderschön hier. Wir müssen uns ja nicht vorstellen. Sie wissen sehr sicherlich dank Ihrer Kräfte schon, wer wir sind. Eine Schwäche eilt mich. Meine Erinnerung ist verschwommen. Helfen Sie mir doch bitte. Mein Name ist Jesus. Sehr erfreut, Herr Jesus. Spanier? Arabisch. Oh. Und jetzt seid ihr zwei Jünger. Jünger 1 und Jünger 2. Ich verspüre eine große Abneigung. Wobei Jünger 2 etwas älter ist als Jünger 1. Ich kam zuerst. Sie sind Madame Gugul. Ganz richtig. Seherin, Allwissende und Helferin in der Not. Das sehe ich. Madame Gugul. Was? Gugul! Madame Gugul. Wir sind aus vielen Gründen hier. Der wichtigste Grund zuerst. Was können Sie mir über den Erfolg von Bitcoins sagen? Er wird richtig abgehen noch, oder? Zunächst nichts. Doch, ich sehe eine Blase. Was ist das? Moment. Seifenblasen. Was? Das ist Frau Gugul. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich habe so viel von Ihnen und Ihren Talenten gehört. Oh, Sie schmeicheln. Ihr Ruf eilt durch die Gassen dieser Stadt wie eine Rattenplage. Aber im positiven Sinne. Wir sind hier... Würfel mal auf. Hast du Charme oder irgendwas? Ja, natürlich. Dann würfel mal auf Charme. Habe ich Charme? Also ich habe... Lügen. Betören, Charme, irgendwas? Ich habe, warte mal, führen, lügen, bestechen, einschüchtern, Menschenkenntnis, manipulieren. Nee. Ja. Manipulieren? Nee, nee, dann lass mal. Gut, du hast den Skill nicht, dann gibt's die Option nicht. Gut. Okay. Wir sind hier, um Ihren Wissensschatz etwas anzuzapfen. Oh, zapfen Sie! So einer Frau wie Ihnen dürfte es doch bestimmt nicht in Gang sein, wenn in dieser Stadt etwas Okkultes vor sich geht. Keineswegs! Ich spüre alles! Haben Sie jemals etwas von der Praxis der Tintung gehört, wo die Seele eines Menschen aus dem Körper gesaugt wird und in Tinte verwandelt? Wenn Sie dafür zahlen, ja. Was kostet das denn? Ein Pfund. Ein Mann Ihres Formates kann das doch sicher mit Leichtigkeit bezahlen. Ein Pfund was? Ein Pfund Hack? Ein Pfund, das ist Geld. Das ist eine Einheit. Ein britisches Pfund. Ach, Pfund ist Geld. Entschuldigen Sie, in diesen kleinen Größenordnungen rechne ich gar nicht. Na gut. Dann bekommen Sie von mir dieses Pfund. Sehen Sie dieses Pfund? Es könnte schon bald Ihnen gehören, Madame Coco. Lustig, wenn du daneben stehen würdest jetzt. Was können Sie uns denn jetzt genau sagen? Wonach suchen Sie denn? Sehr mächtiges Pfund. Gab es in letzter Zeit Vorkommnisse, die Sie glauben ließen, jemand hätte die Praxis der Tintung angewendet? Nicht, dass ich wüsste. Dann muss dieses Stück Pfund leider zurück zu seinem Besitzer. Warten Sie doch! Hätte hier vielleicht Tinte für Sie! Was ist denn das für eine Tinte? Rote Tinte. Ihr findet folgenden Hinweis. Die Regie blendet es gleich rote ein. Rote Tinte. Muss mal gucken, ist das Kärtchen überhaupt noch hier? Ich glaube nicht. Die Frau braucht wirklich sehr dringend mal, Geld. Mal im raussuchen. Ich hab's vergessen. Ja, ihr findet aber einen Flakon mit roter Tinte. Und wenn ihr euch richtig erinnert, ist ja auch das Schreiben, das ihr bekommen habt, in roter Tinte geschrieben. Mhm. Aha. Danke für den Hinweis. Wie sieht denn der Raum aus? Ist da irgendwas auffälliges? Es ist halt so ein bisschen, ja, lieblos versucht, okkult einzurichten. Also kleine Geister könnte man damit auf jeden Fall beeindrucken. Es stehen allerhand eigenartige Gerätschaften herum. So, ja, ein paar Gläser mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Sie hat so eine Möchtegern-Glaskugel auf dem Tisch aufgebaut. Allerhand billige Stoffe, die aber verziert sind, hängen so herum. Also sie hat versucht, das Ganze so okkult aussehen zu lassen oder mystisch, wie es geht. Gibt es einen Hinterausgang? Nein. Das ist wirklich eine winzig... Ihr steht halt okay. Da echt so nebeneinander. Das ist eine winzige Bude. Okay. Ihr seht aber auch, dass sie da sonst auch wohnt und schläft. Ah, okay. Frau Gugul.
Was können Sie mir dazu sagen? Ist falsch rum. Das ist auf dem Kopf. Nun ja, ein Brief möchte ich meinen. Wirf mal auf Menschenkenntnis. Oh, so ein Glück. Das habe ich nämlich. Bestanden. Ich habe 85. Okay. Ja, sie lügt. Frau Gogol. Ja. Frau Gogol. Frau Gogol. Ja. Was denn? Was halten Sie davon, wenn wir beide dazu übergehen, uns ausschließlich die Wahrheit zu sagen? Und wenn Ihnen das vielleicht nicht im Blute liegt, dann möchte ich Sie ein wenig motivieren. Denn so wie es aussieht, ist dieses Stück Fund mit Familiennachzug ausgestattet worden. Denn hier, wo das herkommt, sehen Sie mal hier. Nun, ich könnte Ihnen durchaus auch so ein Schreiben aufsetzen, wenn Sie möchten. Ich möchte gerne, dass Sie mir alles sagen können, was Sie zu diesem Schreiben wissen und um die Geschehnisse rund um das Zustandekommen desgleichen. Wie viel Geld bietest du ihr an? Also ich hatte jetzt ja... Wie viel ist denn 2 Pfund? Viel. Das ist richtig viel. Ja, dann biete ich ihr 2 fucking Pfund. Okay, das ist wirklich richtig viel Geld. Ja, aber nicht hast für du mich. Bestechen oder irgendwas? Ja, Bestechen habe ich. Dann würfel mal Bestechen um 40 erleichtert. Alter, das ist doch nicht. Aber pass auf, das Geile ist, ich habe Stechen 55. Mit 40 erleichtert sind 95, das sind 93. Bitches! Das ist so lächerlich. Okay, ja, es geht. Nun gut. Okay, das war knapp. Dieses Schreiben könnte aus meiner Feder stammen. Oh. Und warum sollten Sie dieses Schreiben geschreibt haben? Nun, eine junge Frau bat mich darum. Welche junge Frau? Nun, sie stellte sich mir als Melva Sly vor. Melva Sly? Doch, ich will ehrlich sein. Ich hielt es fast für eine Lüge. Wie kommen Sie denn darauf? Nun ja, man kennt doch den Ort. Man hört doch, man hat ja Ohren. Und was ist denn zu Ohren gekommen? Ich spüre noch ganz andere Dinge. Frau Gogol, lassen Sie mich teilhaben. Melva Sly ist eine bekannte Persönlichkeit. Was? Das war doch nicht Melva Sly. Sondern? Ich denke, ich weiß es nicht. Oh, eine Frau wie Sie stößt an die Grenze Ihres Wissens schon so bald? Etwas scheint meinen Blick zu vernebeln. Ich habe zufälligerweise etwas dabei, was Ihren Blick vielleicht etwas klären könnte. Oh, eine Eingebung! Adrian, vielen Dank für den Raid. Wir gucken morgen Man of the Funeral Teil 2 und Hauke wird gerade bestochen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Setzt euch hin, macht's euch gemütlich. Guckt mit uns. Ich könnte Ihnen die Frau beschreiben. Beschreiben Sie. Gut, sie beschreibt euch eine junge, attraktive Frau. Gib mir eine Sekunde. Wunderschönes, junges Mädchen. Langes, rötlich-blondes Haar, lange Beine. Und sie bezeugt eine kleine Stupsnase. Ist, man könnte sagen, ihr Gesicht hat Madame Gogol ein wenig an eine Porzellanfigur erinnert. Also wirklich ein sehr hübsches, junges Mädchen. Also ist das, wir haben sie ja schon mal gesehen, oder? Sanfte Stimme. Ist das Cynthia, nee, nicht, doch, ist das Cynthia Barker? Sie wurde euch schon mal so ähnlich beschrieben. Ja. Also dürfte ihr sie noch nicht Barker gesehen. Ja. Ja. Könnte Cynthia sein. Cynthia Barker. Die Magd. Wissen Sie was, Frau Gogol? Naja, doch, ja, ich weiß viel. Ich weiß, wie diese Frau heißt. Das, ich glaube es ja nicht. Wollen Sie diese Information haben? Nun ja, erstmal hätte ich gerne mein Geld. Also diese Information kostet aber eine Kleinigkeit. Nee, danke, ich nehme das Geld. Für 1 Pfund verrate ich Ihnen, wie sie heißt. Nein, nein, geht schon. Haben Sie doch... Sie hat so... Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Also nicht geärgert. Aber da wollte ich natürlich, dass Hauke darauf einsteigt. Und zwar, ihr kennt doch, es gibt so eine Szene bei Nackte Kanone, ist das, glaube ich, mit Leslie Nielsen. Da will er so einem Informanten so eine Information entlocken und dann gibt er dem Informanten Geld für diese Information und dann stellt der Informant irgendeine Frage und dann sagt Leslie Nielsen, ja, das kostet aber eine Kleinigkeit und dann wechselt das Geld halt immer hin und her und ich wollte in dem Moment natürlich, dass Hauke jetzt auf einmal meine Information will und dann meine Kohle, also dass ich dann mein Geld zurück und das immer hin und her geht, aber hat er in dem Moment nicht so gefühlt. So, auch so Metalldinger auf ihren Fingern. So ein Quatsch, so Klimbim. Damit können Sie aber nicht fliegen. Also es klimpert und pimpelt. Gut, haben Sie mir denn alles gesagt, was es zu sagen gibt? Ja, ja! Dann haben Sie hier Ihr Geld. Klick, klick, klick.
Sie nimmt das dann verschlimmt es so schnell in ihrem Dekolleté, wo ihr seht, da ist nicht, also es sind eher Tücher vielleicht, die das Dekolleté bilden. Mhm. Madame Gugu, ja. Was? Zu welcher Melva Sly sollte denn Frederick die Tinte bringen? Frederick zu einer Melva Sly? Und der Junge guckt so ein bisschen verschmitzt. Ich habe Möglichkeiten, Ihnen diese 3 Pfund wieder abzunehmen. Auch ich kann verhandeln. Mit. Nicht nötig. Ich denke, der Junge hat uns alle hinters Licht geführt. Frederick! Nun ja, aber ich hab vielleicht Geld genommen von der Lady. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein bisschen Tinte. Ich wollte doch das Holzgewehr. Holzgewehr? Naja, ein Spielzeug. Das wolltest du dir kaufen von dem Geld. Ja. Das verstehe ich, Frederik. Ich war auch mal so jung wie du, aber nicht so arm. Erzähl uns die ganze Geschichte. So wie sie sich zugetragen ja, hat. Ja, die Lady, als ich neulich da war, hatte den Brief gesehen und wollte die gleiche Tinte. Mhm. Wusste ja, wo es die Tinte gibt. Das ist alles. Ja, wo wohnt und die Lady? Und das Holzgewehr. Wo wohnt die Lady? Ja, er gibt euch die Adresse, die ihr schon kennt, das Haus der Slice. Also da war er ja. Wirklich. Okay. Scheinbar, also sagt er zumindest. Was hast du gerade nochmal gesagt, kleiner Junge? Und das was-Gewehr? Holzgewehr. Holzgewehr. Haben Sie es gehört? Holzgewehr. Ja, das könnte interessant sein irgendwann. Ich wollte es wiederholen, weil ich das Gefühl hatte, das ist untergegangen. Dann würde ich vielleicht möchten Sie das Holzgewehr kaufen. Kaufen Sie es, man weiß nie, wann man es braucht. Oh, ich ersticke! Oh, das ist ja, so, gut, das wird so eng hier drin. Dann gehen Sie doch raus. Also ich möchte euch offensichtlich weisen, dass ihr jetzt gehen sollt. Na komm, Sie verlassen mir diesen Zirkus jetzt hier. Warten Sie, eine Sache doch, Frau Gogol. Ja? Wenn Ihnen jemals wieder jemand begegnet, von dem Sie glauben, dass er zu unserem Anliegen passen könnte, dann schicken Sie doch den jungen Frederik vorbei. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr von dem Klimper. Oh, ich sehe, dass das keine gute Idee ist. Eine oder keine? Eine. Okay. Also Lord Henry. Ah, ich vermisse das ein bisschen. Das macht so echt Bock. Mit Hauke ist einfach, wenn der in diese Charaktere reingeht. Das müssten wir mal bald wieder machen. Und sie wendet sich ab und so bedeutungsschwanger streift über ihr. Ja, es ist eigentlich eher ein Marmeladenglas als eine Kugel, aber sie streift sie drüber. Also Lord Henry, wenn man Ihnen Fragen beantwortet, dann geben Sie Geld. Habe ich das richtig interpretiert gerade? Das kommt natürlich darauf an. Haben Sie Fragen an mich oder an den lieben Winston vielleicht? Wann sterben Sie eigentlich? Sehr, sehr bald. Hoffentlich. Ich nehme so einen richtig dreckigen Penny. Ja, wer des Pennys nicht ehrt, ist des Bitcoins nicht wert. Moment, er bückt sich. Au! Es war's wert! Ich würde es wieder tun! Gut, ihr steht also wieder auf der Straße, richtig? Ja. Ja, es regnet wieder. Ja. Nur für die Soundkulisse. Ja. Ich überlege gerade für Frederik, ob du den nicht adoptieren sollst und ob wir den nicht als Laufburschen mitnehmen können, der für uns Sachen macht. Bei ihm so, ja, adoptieren. Möchtest du, dass ich die adoptiere? Ja, wir können nicht einfach irgendein Kind von der Straße weg adoptieren. Er kann das schon. Also Lord Henry, Also im Echtsein habe ich den Skill adoptiert. Na, machen wir uns nichts vor, doch, das geht. Oder? Adoptieren auf 100. Ich habe 90 auf adoptieren. Das muss doch gehen. Erleichtert um 10. Das ist bei Madonna gewesen. Wegen dem Geld. Okay, na gut. Okay, wir sind auf der Straße. Ab zur Kutsche, würde ich sagen. Das war jetzt aber mal ein wirklich sehr informativer Abend, nicht wahr, meine Herren? Was haben wir denn? Können wir noch mal zusammenfassen, was wir nun alles erfahren haben für den alten Mann hier? Können Sie das mal tun? Ich werde es versuchen. Also, nun, ich glaube, wir haben Herrn Strauß. Ich glaube, er ist ein Dämon. Denn er hat Sachen gemacht, die mir selber nicht erklärbar sind. Übermensch. Möglicherweise ist er ein Übermensch. Er ist verschwunden. Er hat das Bild von Winthorpe mitgenommen. Scheinbar. Auf jeden Fall war es weg, nachdem er Puff gemacht hat. Es war ein sehr, sehr stolzes Puff. 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 Sie ist sehr schnell versteckt. Ich bin beeindruckt. Schneller als Sie. Tatsächlich schneller als ich. Da können Sie noch einiges von lernen, mein lieber Herr Winston.
Ansonsten wissen wir Bescheid. Ich habe diese Tinte von Winthorpe. Falls es denn seine Seele in Tintenform ist, habe ich diese Tinte aufgesammelt. Sehr geistesgegenwärtig von Ihnen. Was wir noch wissen, mitbekommen haben, ist, dass scheinbar dieser Brief mit einer roten Tinte geschrieben wurde. Und diese rote Tinte sollte in das Haus von Madame Sly gebracht werden. Oder wurde dorthin gebracht. Korrekt. Hervorragend das zusammengefasst. Ist korrekt. Mein Bester. Und das führt uns zu folgender Annahme. Nun, vielleicht müssen Sie mich bezahlen. geht ihr ja nicht zur Kutsche gerade zurück? Ja, Bernd, wir unterhalten uns, zur Kutsche zurückgehen. Wir können auch einsteigen, da weiterreden. Okay. Das ist wichtig, der Punkt, wo ihr einsteigt, ist interessant. Ja, ernsthaft jetzt, was ist denn das? Also, ich raff's nicht ganz. Der Junge war gerade unterwegs und hat die Tinte, die rote Tinte von Madame Gugul, in das Haus von Madame Sly gebracht, oder nicht? In dem Moment, als wir rausgegangen sind. Also, ja. Was macht das für einen Sinn? Und jetzt wissen wir, wer den Brief geschrieben hat, nämlich Madame Slide mit der Tinte von, oder? Von Madame Gugul. Nee, den Brief hat doch Gugul geschrieben, oder nicht? Ja, habe ich es auch verstanden. Ja. Gerade gesagt, ja. Ach so, Entschuldigung, ich dachte mit der Tinte. Okay. Ja, das heißt, okay, Madame Slide, also die Witwe, die wollte auch ein Tintenfass haben mit der roten Tinte, weil sie den Brief gesehen hat. Hat sie den gesehen, als ich ihr den gezeigt habe? Ja, den gezeigt auf der Genau, Bildung. So, sie will jetzt... Und deswegen wollte sie denselben... Okay. Ja, und deswegen wollte sie dieselben... Ihr habt ihn ihr kurz gezeigt, nur einmal so. Ja. Ne, sie hat ihn jetzt nicht gelesen oder so, ihr habt ihn kurz gezeigt. Dann können wir natürlich da nochmal hinfahren und fragen, was sie damit wollte. Oder das wird sie uns natürlich nicht sagen. Oder wir fahren in das Dorf da. Ich würde erst nochmal ins Dorf, oder? Ich denke, da geht's weiter. Okay. Ne, es gibt beide Möglichkeiten. Also wir haben jetzt haben wir einen... Ja, wir können auch. Ja. Okay. Die sind ja so doof, ne? Die stehen ja komplett auf dem Schlauch. Die wissen ja ehrlich gesagt überhaupt nicht weiter. Also die sitzen da rum, essen die ganze Zeit, trinken Bier und die offensichtlichsten Hinweise ignorieren sie einfach, weil sie einfach dumm sind, die drei. Ich kann mir das nicht angucken. Da fehlt eindeutig ein französischer Arzt oder so. Kommt aber, als ihr wieder zur Kutsche kommt, liegt dort ein Brief an dich adressiert. Der Kutscher übergibt ihn dir. Er wurde ihm von einem Boten gerade gegeben. Vielen Dank übrigens an das Community-Mitglied, das hier geschrieben hat. Ich habe es heute auf den Tisch bekommen. Wir bauen es jetzt spontan ein. Der Brief lautet wie folgt. Mein alter Freund. Sehr geehrter Graf Thaddäus Montgomery, Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei bester Gesundheit. Wie geht es Winston? Dieser mürrische Zausel macht Ihnen hoffentlich das Leben halbwegs erträglich. Ja, das macht auch wenn Sie ihn meiner Meinung nach schon längst hätten vor die Tür setzen sollen. Das hätte ich. Nicht. Schließlich hat er beim letzten Besuch sämtliches Silberbesteck und die Kerzenleuchter eingeschaltet. Das war ich. Nun aber zum eigentlichen Anliegen meines Schreibens. Mir sind Gerüchte im Adel zu Ohren gekommen, dass Sie, mein Freund, in den letzten 5 Monaten einen rabiaten Lebenswandel hinter sich haben. Und das trotz ihres ach so hohen Lebensalters. Man ist nicht so alt für Veränderungen. In dem Brief steht übrigens wirklich ho, 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 ho. Wie sie mir zugetragen wurde, haben sie sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Erforschen okkulter Dinge und mythischer Kreaturen verbracht und wollen nun Jagd auf eben diese machen. Ein wirklich interessantes Themengebiet, was Sie sich da ausgesucht haben. Wie Sie ja wissen, ist das Okkulte auch eines meiner heimlichen Hobbys. Sie alter Schelm. Um Sie bei Ihrer Jagd nach dem Okkulten zu unterstützen, liegt diesem Brief ein formidables Päckchen bei. Das ist aber mal etwas. Das ist bei diesem Prunkstück mehr handelt es sich um das legendäre Monokel. Sagt man Monokel oder Monokel? Wisst ihr das? Jetzt schreibt bitte nicht Monokel. Oder Monokel. Nockel des großen ungarischen Königs Barbarossa Club von Planken und Halbzoll zu Taubenhügel, dem zweiten von 4. Kurzes der, wie Sie nicht wissen, angeblich ein großer Jäger okkulter Monster Monokel. War. So soll der Legende nach der Träger also jenes Monokels in der Lage sein, mythische Monokel. Monster in Menschengestalt erkennen zu können. Es passt wie angegossen. Aber das ist nicht die wahre Macht dieses Artefaktes. Nein, nein. Vielmehr ist es mit diesem Monokel möglich, selbst versteckteste Münzen und Schätze von größter winzigster Wichtigkeit in Ritzen und Spalten zu finden. Erstaunlich, nicht wahr? Ich hoffe, es wird Ihnen auf Ihren Abenteuern gute Dienste leisten. So wünsche ich Ihnen zum Abschluss noch eine erfolgreiche Jagd und lassen Sie sich mal wieder bei mir blicken und hoffentlich noch interessante Geschichten. In ewiger Freundschaft, Ihr alter Freund, Hochlord Dedalos von Sturmbringen.
PS, verkaufen Sie bloß diese Gurgel. Ach, diese komischen Gurgelpapiere. Die sind nichts wert. In Klammern, und ich bin geil. Smiley. Ja, vielen Dank an Dedalus, a.k.a. Nils Pufal. Der hat uns das geschickt. Ich habe sie eben auf den Tisch gehört und fand es sehr lustig. Du hast also jetzt den Brief und dieses Monokel. Vielen Dank. Wie Sie alle mitbekommen haben, bin ich sehr wichtig. Ich habe Freunde und kommuniziere gerne. Und Menschen machen mir Geschenke. Da sehen Sie mal, es kann... Okay, I don't even Jeff sagt langes O, weil es von Mono und Stereo kommt. Mono, Monokel. Ich habe keine. Okay, ich komme heute auch nicht weiter mit der Frage. Ich sag's einfach nie mehr, das Wort. Sich lohnen, das ist ja das mein Tolle. Freund zu sein, man Herr Henry. Es, ja es hat sich für mich noch nie gelohnt. Benutzt du, also guckst du durch? Die ganze Zeit ab jetzt. Okay, du siehst aus einem. Ich seh ja, gar nicht. Einen Gulli vor dem Rivalry Club siehst du ein Schimmern. Ich sehe etwas, meine Herren, ein Schimmern. Und zwar, ich weiß nicht genau, ist es in dem... Das könnte der Nahende tot sein. Dann lassen Sie uns ganz schnell davon entfernen. Ist es als Licht am Ende des Tunnels? Ich hoffe nicht. Dann lassen Sie mich zuerst. Vielleicht ist es Ihres, Herr Winston. Dann schauen wir uns das doch mal an. Nun gut. Wer möge sich bücken für mich? Ich kann nicht, wie Sie gerade eben gehört haben. Winston. Nun, wenn es dieses Abenteuer beschleunigt... Ja, ich bücke mich und... Okay, ja, erstmal, du stehst über dem Gulli und du siehst da unten tatsächlich irgendwas. Also es scheint so eine Art bisschen breiterer Gang zu sein, an dessen Rand liegt ein Parfümflakon, so eine Fiole wieder. Mhm. Aber da ist was drin, das siehst du auch. Irgendwas ist eine Flüssigkeit, die wabert. Graf Mon, kann ich bitte einmal den Monokel haben? Graf Mon, aber ich habe doch gerade erst... Na gut... Also für dich leuchtet das so richtig so ein bisschen. Du siehst, dass da irgendwas ist. Also für dich ist das so ein leichtes Schimmern, wenn du da durchguckst. Jetzt siehst du es auch. Also dieser Flakon, der leuchtet, der wird quasi so hervorgehoben, als sei es irgendwas von Wichtigkeit für dich. Graf Mon, schauen Sie! Da! Wo? Schwupp. Und ich hole mir das Ding. Okay, du greifst da rein. Ja. In dem Moment, als du deinen Arm da durchsteckst, huscht irgendwas da drin vorbei. Irgendwas Großes. Also es ist wirklich mit einem grauen huscht irgendwas weg, aber es berührt dich nicht, scheinbar. Okay, was aber hat er das jetzt, oder? Ich frage ihn nur, wie er darauf reagiert, dass er merkt, dass da irgendwas huscht. Cool. Cool oder cool? Cool. Ich reagiere cool. Okay, cool. Ja, ich kenne... Ja, du erreichst den Gegenstand, kannst den Flakon rausholen. Ja, dann hole ich den Gegenstand hinaus. Okay, als du ihn hast, willst du ihn dir genauer ansehen? Ja, natürlich möchte ich ihn mir genauer angucken. Okay, du siehst so ein... Tinte darin herumwabern und plötzlich ertönt eine Stimme. Alter! Mon Dieu! Wir müssen es hier ein bisschen lauter, wir hören es im Studio nicht laut genug. Wir hören die Stimme nur sehr leise. Liebe Regie. Mon Dieu! Jetzt hören wir die Musik sehr laut. Aber die Stimme noch wir immer. Wollen das eigentlich aber man hat Mon Dieu gehört. Mon Dieu? Wer könnte das denn sein? Darin taucht jetzt in diesem Akkord taucht auch das Gesicht von Tesseract auf. Oh, das ist Zauberei! Mon Dieu! Da fällt mir das Essen aus dem Mund. Ich rieche. Ist das Lord Henry? Das ist korrekt. Haben Sie das an meinem sehr teuren, exklusiven Parfum aus Paris gerochen, das ich extra für Sie aufgetragen habe? Wer redet dort? Ist das Lord Henry? Das ist vollkommen korrekt. Mein Bester, darf ich Ihnen sagen, Sie sehen besser aus denn je. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Es ist alles sehr verwirrend für mich. Ja, das glaube ich. Sie befinden sich in einem Flakon. In einem Flakon? Flakon. Du erinnerst dich übrigens an nichts, Eddie. Also alles, was ist, du weißt noch, du warst in die... Oh, das ist sehr authentisch. In diesem Keller, da kam Herr Strauß und das war's. Da ist deine Erinnerung weg. Ich erinnere mich an nichts. Nun verlieren Sie doch nicht direkt Ihre Flakontenance. Herr Gilliam, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber es scheint mir, als wären Sie ein lebloses Objekt. Es könnte Bronchitis sein. Ich habe eins von diesen Globuli probiert. Ich glaube, es hat seine Wirkung verfehlt. Globuli, not even once. Ja. Aber wissen Sie, Globulization, ich habe fantastische Wesen hier getroffen. Einer, er nennt sich, ich bin mir nicht sicher, aber... Chad Banner. Was für eine komische Figur. Er klingt wie ein... Nettes Gerlchen. Furchtbarer Musikgeschmack. Klingt nach einem fantastisch. Chad Banner natürlich Charakter aus dem Pen & Paper namens... Warte.
Ich hab's gleich. Ich muss nur kurz in den Chat gucken. Die ist nur mir. Das ist ein junger Mann. Nun, Monsieur Dam, holen Sie mich hier raus oder soll ich für immer in diesem Flakon bleiben? Wie ist denn das überhaupt da drin? Wie können Sie was sehen? Sie haben ja keine Augen mehr. Ich kann nur riechen. Ist das... Aber warum riechen? Warum denn riechen? Von allen Dingen, warum ausgerechnet riechen? Naja, es ist ein Parfümflakon. Ich habe, dann müsst ihr doch eher niesen können, oder? Okay, ich... Auf jeden Fall können Sie hören. Was? Ja, nix. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, wir nehmen Sie doch mal mit, Herr Tesserock. Vielleicht können wir Sie ja doch irgendwie zurück in Menschengestalt befördern. Denn Sie sind ein Flakon. 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 Fla... Ach, halten Sie einfach Ihre dumme Fresse. Oh Gott. Okay. Ja, ich nehme ihn. Okay. Und stecke ihn ein. Gut. Okay, was machst du mit ihm? Wir heiraten. Ja, ihr habt ja auch seinen Körper. Stimmt. Ja, ah. Können wir ihn einfach reingießen? Nun, die Herren, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Wir könnten diese Tinte, das Tesseract, die Tesseract-Tinte, in seinen Körper rein. Wissen Sie? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Nun, ich auch nicht. Wollen wir nicht Herr Tesseract fragen? Folgenden Vorschlag. Erinnern Sie sich daran, dass das Testament in einer Nase versteckt war? Selbstverständlich, ein Rätsel, das ich löste. Ja, natürlich. Erinnern Sie sich daran, dass Herr Tesseract ausgerechnet von allen Sinnen dieser Welt riechen kann? Was halten Sie davon, wenn wir die Tinte durch die Nase einführen? Vielleicht kann sie sich mit ihrem Körper wieder synchronisieren. Ich würde das sehr gerne probieren, um ehrlich zu sein. Das klingt so wie ein Abenteuer. Sprühflakon, also wo man so ein kleiner Püfferli, wo man so drücken kann. Sehen Sie, dieser Aufsatz scheint mir tatsächlich dazu geeignet zu sein. Für Nasenlöcher. Für Nasenlöcher. Sehr geeignet. Ich überlege kurz, ob ich mir selber einfach... Ey, das ist eine gute Idee von Buddy. Was wäre passiert, wenn einer von uns sich diese Tinte eingeführt hätte? Dann wäre die Seele ja in dem Körper des anderen zusätzlich. Das wäre interessant geworden. Wie ich hineinspritze. Aber nein, möchten Sie das denn? Manchmal ja. Sie kennen den Mann doch kaum. Gut, machen wir das, würde ich sagen. Okay, also ihr sprüht das unter die Nase. Also wir gehen zu, zurück und sprühen dem... Okay. Ja. Gut, ihr geht hin, ihr seht die Flüssigkeit und ihr drückt ein paar Mal auf den Flakon und weniger wie ein Dampf, mehr wie ein sich lenkender Nebel umstreicht das so den Körper von Monsieur Tesseract und doch in die Nase. Bahnt sich dann den Weg durch seine Atemwege in seinen Körper. Die Farbe kehrt auch schon zurück und ich glaube, wir müssen da mal die Tür aufmachen. Die Farbe kehrt auch schon zurück in seinen Körper. Ja, sehr gut. Und in dem Moment kommt so langsam wieder Leben in den Körper. Hey! Das ist er! Was haben Sie getan? Du hast leider noch einen. Ich glaube es nicht! Warte, da kommt ein richtiger Stuhl für dich. Oh. Ich glaube, er hat das zu Hause gesehen. In seinem Bett und er konnte das nicht länger aushalten, dass wir ohne ihn spielen müssen. Und hat sich dann, glaube ich, ins Auto, also es war nicht geplant von Anfang an, dass das so passiert. Ich glaube, er hat sich ins Auto gesetzt und gesagt, ey ich fahre da jetzt hin und spiele trotzdem mit. Das war auf jeden Fall ein cooler Moment. Oh. Was haben Sie getan? Ich fühle mich beschissen, aber das ist ganz normal. Sie waren ein Objekt. Ja, Monsieur de Tesseract, Sie sind wieder in Ihrem Körper, sitzen nun in der Kutsche vor Ihnen Ihre, ich sag mal, Gefährten. Freunde wäre wohl zu viel gesagt. Ach, es tut so gut. Sie alle. Sie auch, mon flacon. Ich meine, Garçon. Ich hab diesen Humor. Hauke hat mal erzählt, dass er schon kurz vor Start wusste, dass Eddie dabei ist. Ja, wirklich, echt? Okay, ja, dann weiß er mehr als ich, weil ich bin ja auch davon überrascht gewesen. Krank zur Arbeit, heute kaum vorstellbar. Ja, vor allem auch ohne Maske, ne? Mist, wirklich. Streng genommen waren Sie ja ungefähr eine halbe Stunde nur weg. Das ist richtig. Ja. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Sie wissen also, ja nicht, wie schrecklich dieser Kerl gesungen hat. Dieser Junge da. Es war furchtbar, glauben Sie es mir. Ja, Sie können mir später bei dem... Nichts ist so furchtbar wie mein Wein. Hallo. Nun, ich war lange weg. Ich habe nicht wirklich viel mitgekriegt. Ich habe auch keine, wie sagt man, Rekolog...
Rekollektion. 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 Aber vielleicht können Sie mir kurz auf die Sprünge helfen. Haben Sie das Rätsel gelöst? Alles, woran ich mich erinnere, war ein sprechendes Gemälde. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade einen kleinen, verrückten Jungen gesehen, der irgendwas von Svesi gesagt hat. Vielleicht ist das alles in einem Fiebertraum gewesen. Nein. Das ist gut möglich. Nun, Sie war doch gerade dabei, das zusammenzufassen, Winston. Nun, also, Lord Tesserak. Lord? Doktor. Monsieur. Was haben Sie mit mir gemacht? Sie haben mich doch nicht mit diesem Schnösel zusammen verheiratet oder sowas. Möglicherweise, aber jemand hat ihre Geldbörse geklaut. Wir haben den Täter leider nicht... Warum rede ich Französisch? Wir haben den Täter leider nicht... Er ist entkommen. Monsieur Tesserak, der Herr Strauß scheint ein Dämon zu sein. Oh nein, nicht schon wieder. Er hat Puff gemacht und plötzlich waren sie tot. Oder zumindest so gut wie tot. Aber sie sind ja zum Glück nicht tot. Er wirkt auch gar nicht so krank, ne? Keine Schniefnase, keine Augenringe. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir heute alle so viel versiffter sind, vom Alltag geknechtet, dass er selbst krank besser aussah damals als heute gesund. Das kann natürlich sein. Tot, aber er hat sich scheinbar in Tinte verwandelt und diese dummerweise in den Gulli gepackt. Warum auch immer. Ist das nicht skandalös? Das ist skandalös. Skandalös. Warum rede ich jetzt wieder, Henry? Stellen Sie sich mal vor, eine alte pestkranke Ratte hätte sich an ihrer Tinte zu schaffen gemacht, dann wären Sie offensichtlich jetzt im Körper einer alten pestkranken Ratte. Sie müssten sich ja fühlen wie Graf Mon. Hat er Sie oder mich beleidigt? Ich weiß es nicht genau. Lassen Sie uns einfach zusammen nachher schießen. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Monsieur de Tesserac mal eben ins Bilde bringen. Ja. Währenddessen machen wir nämlich eine kleine Werbepause mit dem Hinweis, ich sage euch jetzt schon mal, schaut nachher das Was-wäre-wenn, wie es zu all diesem hier gekommen ist. Das ist nämlich sehr unterhaltsam. Schön, dass du jetzt auch mit am Tisch bist, Eddie. Nach der Werbung starten wir wieder als Viererrunde weiter in dieses Abenteuer und finden raus, was mit Melvasly und diesem Lager auf sich hat. Bis gleich. Mon Dieu! Übrigens, ich würde mal folgenden Vorschlag machen. Wir können ja morgen das Was-wäre-wenn einfach mitgucken, oder? Dann würden wir so bei 2 Stunden für heute eine Pause machen und die restlichen 2 Stunden, also inklusive des Was-wäre-wenn, würden wir dann einfach morgen weiter gucken. Also haben wir jetzt noch auf jeden Fall eine gute Dreiviertelstunde und machen es weiter gemütlich. Jetzt war ich zu spät. Eines Tages krieg ich's hin mit dem Schrei. Und da sind wir wieder zurück am Tisch mit den 4 Spielern. Wir sind wieder vollständig. Die Gruppe konnte den Doktor retten und zurück in ihre Reihen holen. Sehr schön, dass wir alle wieder da sind. Ihr seid jetzt also in der Kutsche. Du wurdest ins Bild gebracht, was so alles geschehen ist. Du hast gehört, was mit der Tinte war. Also du bist so ein bisschen wieder auf dem Stand, was passiert ist in der Zeit, in der du weg warst quasi. Was wollt ihr also als nächstes tun? Ihr habt ja eben schon gesagt, die Option wäre, zu Melvasly zu fahren oder zunächst im Lager vorbeizuschauen. Ja, was wollt ihr zuerst machen? Lager? Lager, echt? Ich hätte Melvasly gesagt, aber... Lager? Ich würde auch Lager sagen, weil ich in der Werbepause hier war. Dann Lager. Gut, dann, liebe Regie, blendet schon mal die Umfrage ein, die uns gleich erwarten wird. Ich gucke mich in der Kutsche mit diesem Monokel um. Okay. Und überprüfe... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber in dem Brief stand, dass dieses Gerät Dämonen ausfindig machen kann, oder? Ich glaube, es ist defekt. Dämonen, die in Menschengestalt sind, ja. Sie scheinen kein Dämon zu sein, aber ich bin mir eigentlich so sicher. Es funktioniert bei mir vielleicht nicht. Hier, bitte sehr. Na gut, dann werde ich noch mal gucken. Oh, bonsoir. Oh, genau. Eure Kutsche hapert bei Regen über Londoner Kopfsteinpflaster und ihr seid unterwegs zum Lager der Winston! Oh, jetzt schauen Sie sich das doch mal an, Winston. Möglicherweise ist es eine gefälschte Kette. Nein, die ist echt. Die habe ich geschenkt bekommen von meinem guten Freund. Wie hieß der nochmal? Daedalus! Daedalus von Sturmbring. Ja, möglicherweise habe ich aus Versehen die Kette kaputt gemacht. Fuck the system. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich habe Ihnen gesagt, Ihre Punkerjahre werden irgendwann aufholen zu Ihnen. Ja, okay. So, nun, jetzt, wo alles wieder so ist, wie es sich gehört, wo fahren wir hin zum Lager? Ja, ihr poltert schon, also die Kutsche fährt bereits, ihr poltert so durch das nächtliche London. Es treiben sich
ja, das Gesindel, das man halt so sieht. Die Nachtwache ist aber auch unterwegs. Also ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass ihr so auf dem Weg dahin bemerkt. Fahrt so vor euch hin. Und so langsam werden die Häuser immer weniger. Ihr kommt an den Stadtrand, bis ihr letztlich wirklich aus der Stadt auch schon so gerade raus seid. Und euch, also fahrt einen Hügel hinauf und seht schon am Ende der Straße so ein großes Lagerfeuer. Also man sieht schon, da sind Leute, da ist irgendwas. Dann kommt ihr spät nachts im Lager an. Es ist sehr neblig. Also ihr hört durch den dichten Nebel aber schon den Klang sehr fremdartiger Musik, die auf euch zukommt. Und riecht auch exotische Dinge, Gewürze. Also ihr merkt, da ist fahrendes Volk in der Gegend, möchte man sagen. Als ihr dann näher kommt, bemerkt ihr auch einen Kreis von Pferdewagen. Der Kutscher hält, als ihr dann in der Distanz auch seid. Ihr werdet nämlich auch sofort bemerkt. Es sitzen allerhand Menschen herum, die trinken, singen, lachen und gehen so Dingen nach, die man in so einem Lager eben tut. Was wollt ihr tun? Also ihr sitzt jetzt noch in der Kutsche. Ja, aussteigen. Ah. Ja, okay, ihr steigt aus. Ja. Sofort kommt ein ziemlich klein gewachsener Mann auf euch zu. Ein üppiger Schnurrbart. Also es sieht aus wie, ist so vom Erscheinungsbild würde ich sagen, so 40, 50. Aber er ist wirklich sehr, sehr klein. Also so vielleicht. Oh, die Herrin! Radlo, mein Name! Willkommen in unserem bescheidenen Lager! Wie kann ich Ihnen Gutes tun? Nun, einen wunderschönen guten Tag. Ich wurde in meinem gesamten Leben noch nie so enthusiastisch von irgendjemandem begrüßt. Mr. Radlo, mein Name ist Lord Henry, das ist mein sehr verehrter Gefährte Tesseract. Hocherfreund! Das ist also unser... Er hat keinen Hut. ...seniler Freund Graf Mon. Und sein Butler Winston. Hier sind alle gleich, mein Lieber. Auch ein Butler. So mag ich mir das. Wissen Sie... Und ich fange sofort an zu tanzen. Und renne einfach weg und okay, tanze. Hast du tanzen? Nein. Dann würfel mal auf, umso besser. Ja, jeder, auf Handeln. Jeder kann tanzen. Hm? Würfel mal auf Handeln. Aber auf Handeln, ja gut. Ja, finde ich auch. Jeder kann tanzen. Hätte ihn tanzen lassen sollen. Alter, nein! What? Never. Buddy hat bei Tanzen einen kritischen Erfolg. Das ist ja unfassbar. Das ist ja der beste Moment aller Zeiten. Da habe ich ja überhaupt gar keine Erinnerung dran gehabt. Buddy wirft einen kritischen Supererfolg beim Tanzen. Das ist ja so geil. Jetzt will ich ihn tanzen sehen. Weh, er tanzt jetzt nicht. Oh, der Eins okay. gemacht! Alter, ich ja, okay. alle das kritische Erfolg. Du legst Tanzerfolg, den Alter. Hammerhärtesten Tanz auf Baguette, den je jemand... Also das ist sofort kommen mindestens 4, 5 Frauen dazu und fangen an, auch mit dir zu tanzen. Schauen Sie sich das an! Also, ja. So was habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist also, es ist alle im Lager sind sichtlich beeindruckt. Selbst Radlusche. Fängt an zu klatschen und stimmt gleich mit ein. Ich schieße auch ein, zwei Mal in die Luft, aber nur in die Luft. Also die Stimmung ist jetzt schon auf dem Siedepunkt. Es ist fantastisch. Wenn ich Emotionen hätte, ich würde mich fast freuen. Gut, was wollt ihr tun? Ja, ich, Radlo, wir suchen Melva. Hm? Melva? Nun, ich wüsste, wie Ihnen zu helfen ist, aber allzu leicht machen wir es um diese Stunde nicht. Okay, wir machen eine Schnitzeljagd. Ihr Freund, der ist hier schon willkommen. Das steht außer Frage. Doch Sie müssen sich noch beweisen, meine Lieben. Was heißt Ihre beweisen? Ich bin gerade aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Da schauen wir mal in die Umfrage, denn die ist wie folgt ausgegangen, liebe Regie. Umfrage? Ihr werdet nämlich jetzt vor eine Aufgabe gestellt. Ein Wettstreit. Und zwar ist das ein Wettstreit, der, ich kann es von hier nicht erkennen, Kunst, Geschick und Kraft. Tanzen ist ja wohl Kunst. Absolut. Ja, aber pass auf, passt auch sehr gut. Wie ich sehe, können Sie bereits einen flotten Fuß auf dieses, naja, sagen wir, etwas dreckige Parkett und wischt so ein bisschen über den Boden legen. Doch, wie sieht es mit Gesang aus? Und eure Aufgabe ist nämlich wie folgt. Wir brauchen ein flottes Lied zu diesem Tanz. 3 Strophen möchte ich hören. Jeder von Ihnen trägt eine davon vor. Also, für euch als Erklärung. Ich möchte, dass jeder von euch eine Strophe für ein Lied schreibt. Bitte schicken Sie mich zurück in das Flakon. Die Strophe reicht völlig, wenn es 2 Zeilen, also 4 Zeilen insgesamt sind. Also, so, ja, und eine Melodie bekommt ihr dazu. Haben wir die Melodie schon da, oder ist das schon die Melodie, liebe Regie? Sag's mir einfach aufs Ohr, sonst gerne mal die Melodie einspielen. Wollen wir sie aufteilen oder zusammen? Das ist die Melodie dafür. Weit entfernt. Wir sind kurz leise.
Und thematisch Winston ist das völlig egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Winston. Allerdings entscheiden Radlo und seine Freundin natürlich dann darüber, wie sie das fanden. Also drei Strophen brauchen wir noch. Ihr braucht eigentlich vier. Ihr braucht jetzt nur drei, weil du hast dich schon bewiesen mit deinem Tanz. Ja, geil. Du kannst natürlich gerne den anderen helfen. Ihr könnt thematisch zusammenhängen. Je besser das Lied, desto besser. Oh, muss man, ich hatte wir müssen uns ja auf irgendwas, auf so einen Rhythmus einigen, ne? Ja, ich... Kann mal einer einen vorgeben? So, so. Das jetzt? Ja, aber wie, also wie viele Wörter so... Okay, nee. Ich habe echt überhaupt gar kein, ich habe einfach kein Rhythmusgefühl. Ich spuck an der Water. Zu lange mit Rappen, sonst wird Schwimmbänder raus. Alle schreiben. Ihren Wangen. Keine Idee. Writer's Blockade. Sex on the Bitch Episode 2. Sex on the Bitch. Gut, wir nehmen uns dafür einen Moment. Denn weiterhin kocht die Stimmung im Lager. Also alle tanzen wild mit Winston um das Feuer. Ihr seid natürlich völlig überrascht, was Winston da aufs Parkett legt. Er wirft sein Jackett schon weg, hat nur noch die Weste an. Und ja, ja, Mann. Man ist sichtlich beeindruckt. Also du hast hier schon einige Freunde hier im Lager gemacht. Mhm, gut, gut. Du hast, während die anderen schreiben, deswegen auch die Möglichkeit, dich ein wenig umzusehen. Am Feuer gibt es nämlich auch Dinge zu kaufen. Also da sind so ein paar... Decken liegen da aus, auf den Waren liegen. Also wie viele Leute sind denn da ungefähr? Das sind schon 20, 30 Leute, die du jetzt siehst. Das sind schon, also es ist von groß bis klein, alt, jung, da ist alles dabei. Wild gemischt. Okay, dunkel, Feuer und da liegen jetzt Waren ums Feuer. Genau, die haben jetzt so ein bisschen ihre Decken ausgerollt. Das ist, wie soll man es beschreiben, es ist eher mehr so ein Zusammensitzen, bei dem aber auch manche Leute hantieren mit Kräutern rum. Es gibt auch jemanden, der so Messer da liegen hat und sowas. Ja. Ja, ich guck mich um. Ich guck mich um und... tanze durch die Menge und versuche alles so viel wie möglich irgendwie auswendig zu machen. Also, ich bin jetzt auf deine Informationen halt angewiesen. Also, ja, ja. Kräuter gibt es da. Es ist ein großer Kreis aus Wagen, genau. Es gibt einen, der offensichtlich Kräuter verkauft. Dann ist, wie gesagt, jemand da, der hat so Haushaltsklimbim. Darunter sind aber auch so ein paar Waffen wie Messer, Äxte, die jetzt größer aussehen als nur, um damit im Haus zu arbeiten. Mhm. Die Wagen sehen alle ungefähr gleichförmig aus. In allen brennt Licht, einen nicht. Also in einem Wagen ist es dunkel, bei allen anderen brennt Licht in den Wagen. Ich hab eine Strophe. Okay. Ach, scheiß drauf, ja. Kann ich nein. Winston. Ich würde gerne so Kräuter. Was hast du denn da? Kraut ist was die Nase zumacht, also was einen krassen Geruch hat, um oder die Nase verstopft sogar. Irgendwas. Okay. Machen wir gleich, das müssen wir ausspielen zu dem Stand, richtig. Okay, gut, dann einmal, liebe Regie, bitte laut die Musik. Er wollte was die Nase verstopft, wollte er sozusagen sich schützen, dass einem die Seele durch die Nase gezogen werden kann. Ich bin mir nicht sicher, was er wollte. Musik, ihr seid abgestimmt, was ihr spielt, nee, also wer zu wann dran ist und so. Soll ich anfangen? Ach, wir sollen das Ding zusammen machen. Ja, eine Strophe nach der anderen. Ja, aber alle haben vier Strophen gemacht. Nein, vier Zeilen. Das ist eine Strophe. Oh Gott, das wird alles furchtbar. Okay, Musik, ruhig noch lauter. Seid ihr soweit? Soll ich anfangen? Ja, dann nee, ich fang an. Okay, ja, gemein ist, okay. Besser wird's nicht. Winston, Winston, la la la, Winston, Mama, Winston, Kaka, und jetzt alle! Winston, la la. Ist das Lady Gaga oder was? La, Winston, einmal noch! Winston, Kaka, bang, 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 ha, 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 la la la, ka! Ich dachte, du musst Feuer und schreien. Winston! Okay, Lisa. Mach, warte. Ich weiß nicht, ob es auf den Takt passt. Mach jetzt. Leber, Erz und Niere. Ich nehme es von Mensch und Tiere. Egal ob lebend oder tot. Lassen Sie mich durch. Ich bin Chirurg. Kommt schon ganz gut an. Hör mal schon klatschen. Es stimmen mehr und mehr Leute mit ein, ihr habt sie langsam. Ich habe ein Lied über die Leute hier, über das fahrende Volk geschrieben. Die Leute fahren in ihren Wagen, sie klauen Waren, füllen sich den Magen.
Das war's. Oh, der kam ein bisschen weniger gut an. Aber doch mal, also mit so einem Wohlwollen. Ich sag mal, am ersten Applaus. Die waren aber super. Ja, die waren echt gut. Mehr. Hervorragend, Jaren, hervorragend. Kommen Sie doch mit ans Feuer. Und es ist jetzt gute Stimmung. Also alle tanzen jetzt auch wieder. Ich sag mal, Winstons Performance hat es ein bisschen gerettet. So gerade die Beleidigungen kamen jetzt nicht 100% an. Aber die, ne, die Lyrics passten, sonst waren die on point. Also ihr habt schon Flow. Sehr gnädig. Auch ist sehr, sehr gnädig mit uns. Also alle tanzen und ihr könnt euch jetzt unter das Volk mischen quasi. Sekunde. Ich muss einmal ins Abenteuer schauen. Gibt's da Alkohol? Bestimmt, oder? Ja, da gibt's auch Alkohol. Also ihr seid jetzt am Feuer, alle tanzen noch, lachen, es ist gute Stimmung weiterhin. Ihr könnt euch umgucken. Es, wie gesagt, es sind ein paar Läden da. Läden? Ja, Läden. Also es sind so Decken und das sind, man kann da Dinge kaufen offensichtlich. Ja, da gucke ich mir doch mal da ein bisschen die Läden. Ja, okay. Du zuerst, weil du als erstes dran warst. Du möchtest also zu dem... Ich bin mein Kottermann. Genau, okay. Genau. Gut. Vor dir sitzt ein junges Mädchen. Guten Abend! Guten Abend. Ah, ja. Hey. Hab ganz geil getanzt, ne? Wohl wahr, wohl wahr. Hast du gesehen? Eins, Jonas. Wollt uns sicher gehen, dass du es gesehen hast. Nee, ich benötige eventuell eine Substanz an Kraut, was jedweden Geruch verdrängen kann. Und soll es sonst etwas bewirken? Naja, vielleicht sollte es verhindern, dass meine Seele aus der Nase gezogen wird. Nun, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Zufällig habe ich da jetzt nichts da, aber ich könnte euch ein Kraut anbieten. Was für ein Kraut? Ja, ein Kraut, das tut, was du möchtest. Also das verhindert, dass man was riecht. Ja. Ihr müsst es nur beim Feuer verdampfen. Okay. Ich schenke es euch. Okay, ihr findet wilde Kräuter. Ein Hinweis wird eingeblendet, denn diese wilden Kräuter sind auch ein Hinweis. Sehr gut. Aha. Wilde Kräuter. Hier nochmal der Hinweis. Auch die, es kann auch Hinweise geben, die euch nicht helfen oder ihr habt einen anderen Hinweis nicht. Nicht, dass ihr denkt, es muss alles zwangsläufig... So wie diese Erklärung gerade. Ja, es gibt auch Gegenstände, die ihr schon gefunden habt, wo ihr auch nicht verstanden habt, wofür die eigentlich stehen. Das schließe ich aus. Die Butter oder was? Stimmt, wir hatten Butter. Wir hatten Butter. Ranzige Butter, ja. Vielleicht kann man sich die ranzige Butter in die Nase stecken. Ja, auch ihr wollt euch umgucken? Ja, ich habe gesagt, ich gehe zu einem dieser Läden. Ja, zu welchem? Ja, welche Läden haben Sie denn? Ja, es gibt, wie gesagt, diesen Kräuter. Dann ist da so eine Decke mit, ja, Haushaltsgegenständen. Aber auch sowas, was als Waffen funktionieren würde im weitesten Sinne. Und da ist jemand, der schenkt Alkohol aus. Den muss man aber offensichtlich nicht kaufen. Das ist mehr so irgendeine Art von Wein oder so, der da ausgeschenkt ist. So ein Kräuterwein, irgendwie sowas. Ich gehe mal zu diesem Wein. Ja. Sekunde. Das klingt interessant. Hallo? Bonsoir. Mein Name ist Doc. Der hält dir einfach so einen Becher hin. Mit Kräuterwein drin. Dürfte ich fragen, was es sich dabei handelt? Gib dir noch einen Becher. Es ist offensichtlich sehr, sehr wertvoll für Sie. Nimm dir einen Becher wieder weg. Prost! Und nun, gib dir wieder einen Becher. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich habe diverse Unverträglichkeiten gegen so ziemlich alles. In dem Moment kommt Radlo wieder von hinten, fast nicht so, sagen wir, nicht richtig auf die Schulter, mehr so an die Hüfte. Alter Freund! Schnappt sich den Becher, nimmt er so wirklich, ex den binnen Sekunden. Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie doch eine Frage zu einer gewissen Melva. Das ist korrekt. Wissen Sie etwas über den Verbleib der Dame? Naja. Der Wagen da vorne. Das ist dieser Wagen, wo das Licht nicht an ist, auf den er zeigt. Ich würde da mal reinschauen. Dankeschön für den Tipp. Und ach, eine Frage noch. Radlo. Radlo. Was genau haben Sie da gerade getrunken? Ich wissen Sie, ich bin ein Mann der Wissenschaft, ich möchte gerne wissen. Kräuterwein natürlich! Und schnappt sich das andere, das wurde der Typ auch so draus geschnappt, weggeschnappt und er haut äxt auch den. Aber Radlo steckt das weg wie nix scheinbar. Okay. Vielen Dank. Ich werde den Wagen etwas... Man sieht sich! Vielleicht. Patanak! Was? Ich bin noch bei der Kräuterfrau. Ja. Was hat er gesagt? Patanak? Liebe Lady, ich kenne mich nun ziemlich gut mit Giften aus. Haben Sie... Sie lacht, als du sie Lady nennst. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Gift, was man eventuell in diesem Flakon anrichten könnte, auf das man es zerstäuben kann.
Gifte verkaufe ich nicht. Soll ich tanzen? Ja. Dann fang ich an zu tanzen. Okay, ja, das ist die gleiche Performance. Du lieferst weiterhin richtig ab. Okay. Also sofort springt sie auf und stimmt gleich in den Tanz mit ein. Sehe ich irgendwie, weil ich habe tatsächlich ein paar, also ich habe ein paar Kenntnisse in Gift seh ich, und Botanik. Sehe ich irgendetwas, was auf dem Tuch liegt? Ja, dann würfel mal auf Botanik. Was hast du denn bei Botanik? 20. Wow. Ja, so. Nee. Alter, eine 85, oh. Ey. Also, du erkennst keins der Kräuter, die da liegen. Es ist auch, die sind, ist aber auch schwer so im Vorbeitanzen. Die sind okay. Getrocknet. Ja, nee, ist also, ich wenn du dir die genauer angucken könntest, aber es sind halt nicht deine Kräuter. Alles gut. Dann, habe ich ein Feuerzeug eigentlich? Ich will nur sicher gehen. Ich gehe in der Zwischenzeit zu dem Typ mit den Waffen. Ja. Das ist eine Frau übrigens. Eine Frau mit den Waffen. Ja. Die Waffen der Frau. Guten Tag, guten Abend, schöne Frau. Guten Abend. Was haben Sie denn hier für fantastische Gegenstände? Allerhand Nützliches, Unnützliches und Gewolltes wie Nicht-Gewolltes. Was haben Sie denn Nicht-Gewolltes? Ein Kind? Offensichtlich haben andere es nicht gewollt, sonst würde es nicht sein Problem. Ah, ich verstehe. Sie haben den Besitzer gewechselt, einseitig. So könnte man es sagen. Was können Sie mir denn hier empfehlen von Ihren Waren? Nun ja, zunächst mal die teureren Waren. Selbstverständlich. Wir kämpfen ja eigentlich gar nicht, ne? Also es gab jetzt mal eine, diese Szene da mit Herrn Strauß und die eine Szene mit Simon, das war ja kein Kämpfen mit dem Polizist. Und die Abschlussszene vom ersten Mortal Männer-Teil, wo wir da unten in der Gruft irgendwas hatten. Aber ansonsten, es wird eigentlich gar nicht gekämpft im Vergleich jetzt mit diesen anderen Abenteuern. Beards und auch Tears. Waffen sind eigentlich hier völlig nutzlos, ne? Zu meinem Vorteil, Sie verstehen. Natürlich. Und dann die etwas günstigeren Waren. Ja, das werden wir später Vorteil. Schauen, ob wir das nochmal anschauen müssen. Was haben Sie denn? Was ist denn der Star Ihres Ensembles? Also ich zeig dir jetzt so, holt ein wirklich großes Jagdmesser hervor. Also es ist auch gut verarbeitet, toller Griff aus Horn. Das ist schon ein schönes Stück. Das ist ein schönes Stück, toller Griff aus Horn, wie ich sehe. In der Tat, ein echter Kenner. Haben Sie denn etwas Spezielles, sagen wir mal etwas, was vielleicht unter die Ladentheke gerutscht ist? Sie guckt unter ihre Decke. Nein. Na gut. Dann, Also, sie würde sich. Also es gibt nichts, wo sie sich schämen würde, das zu verkaufen in diesem Lager. Haben Sie irgendwas Subtiles? Irgendwas, womit man jemanden vielleicht. Schwupps. Ah, ich verstehe. Ich greife so zur Seite und holt so eine. Wie soll man sagen? Es sieht eher aus wie so ein Piekser. Also, es hat einen Griff und ist so eher so eine lange Nadel. Wirklich eine dicke Nadel. Es ist eindeutig. War das zuerst oder war Game of Thrones zuerst mit der Needle? Die zur Spitze hin, spitz zuläuft und so einen Griff hat. Also es sieht aus wie ein Werkzeug für irgendwas, vielleicht zum durch Leder durchbohren oder so aus. Kann man schon noch als Waffe einsetzen. Dann nehme ich nehme diese Nadel, die so sie auf. Wieder Nierenstecher. Ich nenne es Aria. Und okay. Sie, ich möchte bitte auch diesen Hornochsen. Also dieses Schwert mit dem Horn. Achso, diese Pike. Ich möchte das alles. Also den ganzen Laden? Nein, die beiden Sachen. Ah, okay. Ach, was haben Sie noch? Ich möchte noch zwei andere Sachen. Ich möchte noch zwei weitere Waffen. Die beiden nehme ich und dann noch zwei. Okay, wo willst du das alles verstauen? Ich nehme es so in die Hand. Okay, das ist halt groß. Das ist schon so ein Messer. Ja, ist egal, ich nehme es. Okay, okay. Ja. Nun, für das Messer 50 Penny. Pence. 50 Pence. Das ist schon teuer. Sie wissen schon, dass das sehr teuer ist für Hehlerware. Ja, nee, das weißt du nicht. Hast du irgendwas, das es rechtfertigt, ob du einschätzen kannst, ob es gut ist oder schlecht, also ob es teuer ist? Er gibt viel Geld aus. Gib viel Geld aus. Genau, das Ding, du hast halt viel Geld, aber keine Einschätzung. Für dich ist das jetzt nicht viel. Also ja, na gut, dann nehme ich das. Und ich hätte gerne noch zwei. Nee, du bist neu reich, du hast nie selber richtig gearbeitet. Nee, ich habe nicht gearbeitet. Dann war's. Also für dich wäre das so. Ich muss auch nicht mit der Funnel sein. Genau, shit, egal. Ich hätte gerne, also ich nehme die beiden Waffen und dann hätte ich doch gerne zwei Waffen. Ja, okay, da liegt noch so ein Hackebeilchen, also so ein von so einem Fleischer, so ein Fleischerbeil. Ja, nehme ich. Ein normales Messer liegt da. Nehme ich. Okay. Hier, was wollen Sie haben? Alles. Ah, das ist aus dem Kino. Haha, das ist ja abgefahren. Das sind ja wirklich Leute. Man sieht so schemenhaft die Umrisse der Menschen. 9. März 2018. Boah, alter Schwede. Ein Pfund und 25 Pence. Hier ist ein Pfund. Reicht das? Nein, 25 Pence fehlen. Sie wollen ernsthaft dieses Pfund nicht haben für diese Waffen. Doch, noch 25 Pence dazu. Sie schaut fragend in eure Richtung. Na gut. Gucken Sie mich nicht so an. Passen Sie auf, ich habe eine Idee.
Ich habe hier 25 Pads, die gebe ich Ihnen, wenn Sie mir die Messer für einen Pfund überlassen. Würfel mal auf Falschen. Okay, das ist ja nur ein Gag. Hast du zugehört? Hast du nicht. Nee, aber gut. Er versucht zu falschen. Und er na gut, hier ist ein Pfund 25, geben Sie mir das. Okay. Ich meine, es ist egal, in welche Richtung, ist falsch. Ja, kann er das nicht. Okay, so. Sie rollt es ein. Rollt ihr Deckchen zusammen. Feierabend! Und geht in einen der Wagen. Puff. So, hast du wirklich eine Knarre? Das ist mein Reiserevolver. Ich gehe zu den Jungs. In dem Wagen hört man so ein Knallen wie von einer Sektflasche. Ich gehe zu den Jungs. Ich packe mir das dünne Ding, ne? Aria packe ich hier ein. Und dann gehe ich zu den drei anderen. Die Jungs hier, ich habe euch was verkauft. Was ist das? Ich habe euch was mitgebracht. Da darf sich jetzt jeder etwas aussuchen. Hier, ich habe dieses Jagdmesser. Ich nehme das kleine Jagdmesser. Ich kann Gürtel machen, das Jagdmesser. Lord Henry, entschuldigen Sie. Gibt es noch einen passenden Gürtel für das Jagdmesser? Das ist kein Messer. Ich mache mein kleines Etui auf und hole ein kleines Skalpell raus. Das ist ein Messer. Das ist auch ein Messer, natürlich. Lord Henry, das Messer bitte. Das Sie mir versprachen vor einer Minute. Sie Gierschlund, ich habe Ihnen Geschenke mitgebracht. Und ich nehme Sie dankend an. Jetzt nehmen Sie sich doch was. Danke sehr. Ich nehme ja das Beil, dieses Fleischerbeil dann. Das bleibt keiner für das Geschenk. Du hast die Waffe, oder? Das Hornmesser und was hatte der noch? Es gibt ein normales Messer, so ein Hackebeil, das Jagdmesser. Ja, die drei Sachen. Piekser. Also du hast auch ein normales Messer. Piekser hat er, du hast das Beil. Das normales Messer. Du hast das kleine Messer genommen? Nee, ich habe das Riesenmesser genommen. Nehme ich das kleine Messer, whatever. Ey, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so wenig über so ein tolles Geschenk gefreut hat. Das ist echt. Da machen sich solche Mühe, den handverlesen, auf ihren Charakter zugeschnittene Waffen zu besorgen. Und dann hat man das Gefühl, die wollen sie nicht mal richtig haben. Also, das mache ich auch nicht nochmal. So. Nein, es ist ein normales Messer. Ein Messer. So, es ist jetzt nie irgendwie so ein Messer. Es ist schon so ein normales Messer mit einer stehenden Klinge. Was ist denn das eigentlich für ein fahrendes Volk? Also ist das ein fahrendes Volk, was so Spanisch angehaut ist und so Fächer hat zum Beispiel? Hast du irgendwelche Kenntnisse, die das rechtfertigen? So Gesellschaftsform? Ja, doch. Na, wobei, nee. Da doch, jetzt schon so das ist doch perfekt. Auffassungsgabe? Herr Winston, ich kann Ihnen helfen. Ich habe 20 Punkte auf Kunst und Kultur. Sowas wie Gesellschaftswissenschaften oder so. Nee, das ist also mehr als der übliche Rat. Das sind einfach fahrendes Volk für dich. Wo genau her, das ist dir egal. Das ist einfach fahrendes Volk. Graf Mon, haben Sie noch diesen Monokel? Selbstverständlich. Ich schaue mich die ganze Zeit schon um. Ich würde und beobachte die Gesellschaft und achte wie ein Wächter darauf, dass keine Monster in dieser Umgebung zu sehen sind. Okay, wenn du da durchguckst, siehst du tatsächlich ein Schimmern hinter. Oh! Das ist der Wagen, der auch mir. Nee. Winston! Ja! Kommen Sie her, Leute! Was haben Sie gesehen? Sie erinnern sich an diesen Monokel und an seine besonderen paranormalen Fähigkeiten. Wie könnte ich das vergessen? Das ist gerade einige Minuten her. Auch hier, auf diesem Ereignis, gibt es ein. Schauen Sie doch hindurch, es gibt etwas, sehen Sie. Sie haben recht, ich sehe es. Sehen Sie auch mal. Ich sehe einen unglaublichen Tänzer. Ich sehe es. Schimmern, was ist es? Ich weiß es. Es leuchtet grün. Lassen Sie es uns holen. Es scheint wichtig. Bevor wir da jetzt hingehen, einen letzten Blick auf den Handel. Gibt es da irgendwo Tuch? Also werden Tücher verkauft? Ja, aber das ist schon großes Schimmern. Ich weiß nicht nur darauf hin, weil das kommt dir jetzt ich schon. Konnte, also, ich konnte, zumindest ich deine Einschätzung ist, da ist irgendwas, da ist ein Mensch, der leuchtet. Ja. Okay. Und er hat euch das mitgeteilt. Du kannst es gerne machen. Ich weiß nicht nur darauf hin. Ich wollte eigentlich nur gerne so ein schwarzes Molton-Tuch irgendwie noch. Das ist total nachvollziehbar. Da ist ein schimmernder Mensch. Dass er die erste normale Reaktion wäre, zurück zum Markt zu gehen und ein Tuch zu kaufen. Sie haben sich für dich entscheiden, mir ist das nicht wichtig. Wir haben das große Betttuch verstecken nicht gesehen vorhin. Ja, sehr gut, dann gehen wir zu dem Schimmerlein verstecken. Shopping ist ja zu Ende. Ihr geht zu dem Wagen hin, ihr müsstet quasi rumgehen, um auf der Rückseite. Ist das der Wagen, der mir gezeigt wurde von Randall? In dem Wagen ist Licht. Einer der hübschesten Wagen tatsächlich, die hier stehen. Sehr aufwendig, sehr großer Wagen, von außen rot lackiert, mit so lilanen Sternen, Monden drauf, sehr mystisch. Und da ist diese Figur. Genau, dahinter sieht man ein Leuchten, das schon so groß ist, das könnte eine bändige Gestalt sein. Mhm. Nun, entgegen meiner Kalkulation. Es bewegt sich auch. Wird diese Figur doch um einiges größer, als ich angenommen hatte. Ich habe keinen Schimmer, was das sein kann. Gehen doch, wie wär's, wenn der Stärkste von uns und der Größte der Sache hinterhergeht? Beim Vorbeigehen schmeißt diese Kräuter ins Feuer. Hä?
Okay, ja, okay. Mhm. Okay. Alle sind high. Nee, die verhindern ja, dass man was riecht. Ja. Ja. Okay. Okay. Lord Henry, sind Sie noch da? Nein. Okay. Und wenn ich weiß nur, hat einen Moment gedauert bei mir, aber dann kam er an. Nein, nein, doch. Alle mich nicht riecht, ja, okay, ne? Funktioniert. Also die verkokeln so, Leute gucken ein bisschen interessiert, aber ja, funktioniert. Gut. Gehen wir jetzt hin? Ja. Ich dachte, wir wären längst dabei. Sollen wir uns von zwei Seiten nähern? No. Das wäre ja verrückt. Okay. Ich habe einen besseren Plan. Wir nähern uns von drei Seiten. Das ist ein... Eine Seite mehr als Ihr Plan. Dann nähern Sie sich von unten. Hier ist eine Schaufel. Ich bin ja schon fast... Sie war, ich verstehe. Sie können ja gleich da unten bleiben, wenn Sie schon mal da sind. Ja, machen Sie sich nur über die tödlichen Leiden eines alten Mannes lustig. Okay. Das wird Ihnen im Himmelsreich sicherlich, wenn der liebe Gott Ihre DVD einlegt, die es dann gibt. Ne? Ja, du tust das als Gefasel eines verwirrten alten Mannes. Wie immer. Wir hören eh gerne dazu. Gut. Also, wir gehen dahin. Ja. Also hinter den Wagen. Okay, wer in... Ich habe nur gehört, ihr geht von verschiedenen Seiten. Wer geht denn wo? Wer geht zuerst um die Ecke und so? Das ist ja alles wichtig für mich. Ach, okay, das. Da du gerade deine Würfel... Das sieht ja auch geil aus, guck mal. Das ist aber gemalt, oder? Wenn du zurechtgelegt hast, gehe ich nicht frontal und nicht als Erster. Ich würde Folgendes vorschlagen. Das ist ja, wenn das hier der Wagen ist, dann sollten zwei so rumgehen und zwei sollten so rumgehen. Gut. Gleichzeitig. Dann gehen wir... Wir beide so rum. Wir beide gehen so rum. Und sie beide, sie beide Herren gehen so rum. Winston, das werden wir erledigen. Gut. Ne? Auf drei. Eins. Zwei. Moment, drei. Aber also, auf drei oder auf drei und dann noch eine Sekunde warten. Auf drei. Auf drei. Auf drei, zwei, eins. Bei drei gehen wir los. Eins, zwei, drei. Also wir zählen rückwärts. Nein. Dann hoch. Wir sind jetzt bereits unterwegs. Wir sind schon auf der anderen Seite. So warten Sie doch. Ich gehe zurück auf den Markt und kaufe mir ein schwarzes Tuch. Okay, wirklich? Gut, wir werden eine Talkshow machen. Also, ihr geht jetzt rum, richtig? Ja. Ja. Wegen Molton. Eine Sekunde länger. Also, ich war jetzt an dem Punkt, wo ich gesagt habe... Weil damals jede Show vor Molton war. Almost Daily zum Beispiel. Jetzt noch ein Wort und wäre es vorbei. Steht ihr? Gut, ihr kommt rum und ihr seht eine Person, die eine Waffe auf den Wagen richtet. Das gibt's doch nicht. Wie können Sie es wagen? Okay, er schaut plötzlich zu dir, dreht sich und schießt. Es war nur ein dummer Gag. Es war einfach, guck mal, es war nur ein dummer Gag. Wegen Wagen. Aber Hauke lässt einen natürlich auch echt dafür bluten, ne? Also bei Hauke muss man sich überlegen, nehme ich den Gag mit und spüre die Konsequenzen oder lasse ich den Gag liegen und ich kann den Gag ja nicht liegen lassen. Das ist aber unangenehm. Nur für den Gag. Möglich. Tod durch Gag. Ja. Es war, das war weißt ja. Klar, das ist was. Keine Scherze mit Hauke heute. Er trifft dich für 21 Schaden. Ah, das ist ja weniger als erwartet. Das ist wirklich weniger als erwartet. Das haben wir Glück gehabt. Er trifft dich ins so hier in die Hüfte. Also es ist nicht scheinbar, ne, erstmal, es tut natürlich höllisch weh, aber es hätte schlimmer sein können. Lassen Sie mich mal sehen. Genau. Ja, warte mal. Hat er eigentlich schon mal Schaden genommen? Der Mann, den ihr gerade gesehen habt, trägt, das seht ihr jetzt, während er sich dreht, einen Mantel mit lila Innenfutter. Hier ist der Mantel mit lila Innenfutter als Hinweis. Aha. Seht ihr jetzt gerade. So. Interessant. Der Mann hat auf euch geschossen und ergreift jetzt sofort die Flucht. Na, so weit kommt der Herr aber nicht. Bleiben Sie stehen, ich war Schussmeister 1845. Er nutzt die Ansage, um weiter zu rennen. Was tust du? Ich werde nun zielen. Er rennt weiter. Ich drücke ab bei 5. 1. Okay, du kannst ihn kaum noch sehen. Also du musst jetzt wirklich... 5! Es ist halt dunkel. Er hat es ja nicht gehört, ne, dass ich nicht wirklich 2, 3, 4 gesagt habe. Der ist ja so weit weg. 5! Yeah. Und dann schieße ich. Okay, würfel mal. Der Schuss ist in der Luft. Ja. Okay. Schuss haben wir gehört, aber du musst würfeln. was hast du denn darauf? Du müsst auf deinem Bogen... Müsstest schießen habe ich 65. Ich hoffe, er trifft. Und auf Aktion 19. Also schießen 65. Ja. Ich würde es ihm gönnen. Oh, shit, schon. Moment. Noch nicht erschwert, weil das ist noch okay. Nimm die Würfel auf seinem. Hier, nimm die Leute. Die beiden Schwarzen, die da vor dir. Direkt vor dir. Genau. Buddy wollte ihm die Würfel nehmen. Da. Ich habe die wegen dem Kuchen nicht gesehen. Der Kuchen hat sie verdeckt. Aber Simon entscheidet sich dagegen und. Ach, komm. Ach, das gibt's nicht ernsthaft. Ist das eine 1? Nein, das ist eine 100, oder? Ist das eine 1 oder ist das eine 100?
Oh Gott, warte mal. Ist es eine 1? Eins! Das ist ein kritischer Treffer! Ich dachte, der 1 wäre in dem Fall okay. Nein, das ist das Beste! Er explodiert. Das ist der Oberhammer. Der Ganzlinge. Okay, man hört einen Schuss aus deinem Revolver. Alter. Und die Gestalt wird scheinbar getroffen, geht zu Boden mit einem Schrei. Und man sieht im Dunkeln die Gestalt so und hört sie auf den Boden knallen. Also die Person ist... Darf ich das kurz... Sehr, sehr geil. Morgen, meine Herren. Was wir haben zweimal die 1 heute gehabt. Was ist denn mit Ihnen los? Krass. Ja, da ich hatte gar keine Ahnung, dass sie irgendwas können. Da steckt noch einiges mehr in diesem Köpfchen. Ich bin krass. Begeistert, Herr Bond. Ja, okay. Vielleicht stelle ich sie ein als fahrenden Zirkus. Ich lauf da jetzt hin. Okay. Schießen Sie sich bloß nicht in den Kopf. Ihr Gehirn kann man wirklich... Ist egal, man kann es sowieso nicht verwenden. Du kommst da hin und... Ich schreibe es Ihnen, ich überschreibe es Ihnen. Ich brauche es nicht. Sie kriegen es trotzdem. Wie, es nicht. Nein, 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 Sie kriegen es nicht. Kommen Sie mit Ihrem Monokel! Okay. Was gibt es denn zu sehen für mich und meinen Monokel? Gut, mit deinem Monokel siehst du eine Blutspur auf dem Boden und einen zerbrochenen Parfümflakon. Ich rieche einen Flakon und ich sehe eine zerbrochene Blut... Die so im Unterholz verschwindet und dann plötzlich stoppt. Ein Flakon. Warum gucke ich und du kriegst es beschrieben? Nee, beide kriegst es beschrieben. Ja. Okay. Ja, dann. Also ich wollte nur ganz kurz sagen, weil wir ja da noch stehen und er vermutlich blutet, würde ich in der Zwischenzeit, wo die da hinlaufen, mein Köfferchen aufmachen und ein kleines Dumbo-Pflaster rausnehmen. Dumbo. Und sagen, es ist doch ein Streifschuss. Dumbo. Es ist leider nicht tödlich. Auch das ist aber sehr nett von und, dir. Naja, ich verarzte ihn mit ein bisschen Desinfektionskram und was ich in meinem Chirurgentäschchen so hab. Ja. Und mach das so, dass das keine. Ich Gesundheit zurück. Keine bleibenden Schäden hat. Ist aber um. Ja, ich habe Medizin am Bund. Wir haben Chirurg, ich bin verletzt. Wir haben Chirurg, ne? Okay. Also das Schallschuss. Also kann ich wieder auf 100 gehen? Würfel mal zweimal mit einem W6, das kriegt er wieder. Zweimal mit einem W6. Maxi, da hast du jetzt wirklich die Tassen erheben. Ich freue mich sehr. Was war das denn? What? Was ist das? Ja, wieder. Zweimal mit einem W6. Darf ich das erste Mal die Tasten erheben? Ich freue mich sehr. Sehr. Das war ein Fehler, glaube ich. Machen wir weiter. Ich hatte ein Déjà-vu. 2. Ach, das ist aber jämmerlich. 4. Na gut. Okay. 6. Ja, 6 Gesundheit kriegst du wieder. Na, so im offenen Feld ist das schon nicht schlecht. Also, okay, ja, ihr steht jetzt vor dieser Stelle. Die Gestalt, auf die du geschossen hast, ist getroffen nach deiner Hand. Da ist immerhin Blut, aber es ist niemand zu sehen. Allerdings hört ihr eine Art Graulen, ein Knurren jetzt aus dem Unterholz. Meine Herren? Irgendetwas scheint euch zu umstreifen und was das ist, erfahren wir nach einer kurzen... Bis gleich. Komm, wir machen noch weiter. Ich habe überlegt, ob das hier ein perfekter Zeitpunkt ist für eine kleine Pause. Also, dass wir dann morgen weitermachen. Aber komm, wir gucken ja ein bisschen. Wir machen so bei 2 Stunden ungefähr. Oder sagt ihr, der ist perfekt? Ist perfekt, ne? Es ist eigentlich der perfekte Cliffhanger. Scheiße, ist perfekt. Okay, Leute, wisst ihr was? Es ist zu perfekt. Es ist zu perfekt. Es ist perfekt, weil das Abenteuer selbst geht ja auch nicht mehr so ewig und es ist ja auch noch sehr viel was wäre wenn und vielleicht so ein bisschen Gequatsche und so weiter. Wir machen morgen weiter. Ich würde sagen, morgen ähnliche Zeit. Ich muss mal genau gucken, wie ich es schaffe. Also frühestens 18 Uhr würde ich mal sagen, spätestens 20 Uhr. Und dann gucken wir uns den zweiten Teil an, des zweiten Teils von Morden Manor. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Und wenn ihr das jetzt auf YouTube schaut, dann könnt ihr einfach hier zack direkt das nächste Video anklicken. Das ist doch mega geil. Lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Comments. Was war euer Lieblingsmoment? War es Eddies Auftritt? War es Simons goldener Schuss? Oder war es Buddys perfekter Tanz? Lasst es mich wissen. Ich lese mir das durch. Ich freue mich,
über euren Input und Output. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Und bevor wir das Video jetzt beenden, einmal noch ganz herzlichen Dank, ihr seht's da oben, an meinen Partner diesen Monat, CyberGhost. Wenn ihr noch ein gutes, vielleicht das beste VPN testen möchtet, dann testet es bei CyberGhost, bei mir auf der Twitch-Seite, bei den Panels findet ihr den Link oder hier im Chat könnt ihr draufklicken, kommt ihr direkt auf die Webseite und könnt euch das Wahnsinnsangebot holen, was dort angeboten wird. 2 Jahre für lächerliche 2 Euro und ich glaube 3 Cent und eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 4 geschenkten Monaten. Herzlichen Dank an CyberGhost. Das war's, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.